Spielstand laden. 8 Stunden 39. Ah, weil dann automatisch das Speichern ganz oben ist. Ja, Spielstand 5 laden. Ich mache noch hier eine OBS die Vorschau weg, dass es vielleicht nicht so ganz ruckelt für euch. Und gut. F für weiter. So, wir sollten sehr viel Platz im Inventar haben. Wir haben ja einige der Waffen verkauft und so, ne? Und er hier sollte jetzt für uns neue Sachen haben, weil wir haben die DLCs. Guck mal, wir können kostenlos Munition holen. Es gibt eine neue Waffe. Eine auf Bekämpfung von Biowaffen spezialisierte Pistole von Albert Wesker. Bonus aus dem Traumapaket. Die sieht cool aus, aber was ist an der besonders? Die ist echt kacke. Bestimmt einfach nur so eine alternative Startwaffe. Genau, dann haben wir noch Spezialzubehör für eine Flinte. Mr. Raccoon. Mr. Everywhere. Das sind, glaube ich, so die Collectibles aus dem vorherigen Spielen. So wie die Ziegen hier in dem Spiel, die man abschießen kann. Die kann man sich scheinbar an seine Waffen hängen. Genau, aber kriegen auf jeden Fall einen Dietrich kostenlos, eine Heilung kostenlos, 30 Munition kostenlos, 5 Munition kostenlos. War alles mit, ne? So. Jetzt haben wir alles, außer die Pistole, aber die brauche ich ja gerade nicht. Hatte ich kein Geld mehr? Ach ja, ich habe gestern meine Waffe geupgradet. Ich erinnere mich. Können wir was kochen bei dir? Nee, mir fehlt nur Fisch. Dann kann ich ja das restliche Fleisch verkaufen, ne? Ist ja auch nochmal ein bisschen Geld. Obwohl, ich verkaufe es nicht, weil es bringt so wenig Geld, dass es sich nicht lohnt. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen Munition. Hard times, Ethan. Ja, ist alles so schlimm. Unsere Schrotflinte ist aber 200.000 wert. Oh, sind sie reich. Und hier haben die Waffen, Accessoires. Sind jetzt im Inventar? Do let me know if you find anything up. Okay, aber die passen nicht an die Waffen, die ich habe. Egal, ich schlepp's einfach mit und wenn ich sie nicht brauche, werfe ich sie weg. So einfach ist es. Das kann da runter, das kann da rein. So. Dann sortieren wir hier nochmal kurz ein bisschen. So, jetzt ist Platz in meiner Tasche. Okay. Eigentlich ist es nicht irgendein. Eins klang irgendwas wie ein Messer oder so, aber wir haben scheinbar kein Special Messer. Oder war das die Waffe? Guck nochmal kurz mit dem. Wirst du die Highlights von dem Stream auf YouTube hochladen? Nee, auf dem VOD-Channel kommt einfach alles. Was für Highlights? Das ganze Spiel ist ein Highlight. Und alles Spaß. Samurai Edge. Ah ja, das ist die Pistole, okay. Sieht schon cool aus. Können wir es mal später angucken. Ja, beim letzten Mal sind wir in Heisenbergs Fabrik angekommen, nachdem wir im Dorf die 4 Dinger gesammelt hatten und dann beim Altarplatz die Teile von Rosie hier eingesetzt haben. Dann haben wir so ein Ding bekommen, das haben wir hier eingesetzt, dann sind wir runtergefahren und sind hier rüber zu Heisenbergs Fabrik gegangen, haben mit ihm geredet, er wollte sich, dass wir uns mit ihm verbünden und unser Baby benutzen, um Miranda zu töten. Wir haben nur gesagt, dann hat er uns runtergetreten und seitdem verfolgt uns so ein riesiges Monster mit einem Propeller als Kopf. Und wir müssen irgendwie hier einen Weg aus dem Kramgebiet finden. Ich habe keinen Plan mehr, wo ich bin. Ich habe gestern 12 Stunden gestreamt, ich war richtig fertig, als ich an den Punkt ankam und habe nichts mehr verstanden. Und da... ich glaube, da unten kam ich her. Got a long way to go.
Ja, wir gehen einfach mal weiter. Wir haben ansonsten eine ultra starke Schrotflinte gemacht. Haben eine Sniper, die gut Damage macht. Und alle Gegner hier haben gefühlt Bohrer als Hände. Kriegen alles hin. Wie lange streamst du heute? Bis ich durch bin? Das ist eine... Miranda thinks we're nothing but children. Oh, she doesn't care for us. No. She's long lost all her humanity. I must destroy her. I don't give a shit about your family drama. So, wir sind hier irgendwie im Minecraften. Ja. Zwei. Kurz mal. So. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben Schuss. Immer noch sehr tanky, die Gegner. Eine Rohrbombe, ein Kraut. Denkt ihr? Denkt ihr, das geht mit einer Rohrbombe weg? Eigentlich waren es ja immer so auffällige Risse. Sieht nicht so aus, ne? Probieren geht über studieren. Ach, wir haben 5 Stück, okay. Aber ich glaube nicht. Nö, okay. Das sind also echt deutliche Stellen, die man nur wegsprengen kann. Sollte aufhören, es mal auszuprobieren. Und hallo, Nefaris. Schön, dass du wieder da bist. Okay, ein Headshot reicht, um so einen zu besiegen. Das ist ja schön. Gute Sniper. So. Komische Kampfvisiere von euch weggemacht. So schön, dass man denen die Waffen einfach wegschubsen kann. Man muss schon nachladen. Ich muss nachladen. Oh, Messer. Jawoll. Ein Schuss gespart. Polykristalliner Schädel. Okay. Haben wir nicht gehört? Wann bist du heute aufgewacht? Um 10. Dann habe ich die Spülmaschine gemacht, die Wohnung gesaugt, war mit den Hunden gassiert und jetzt spielen wir The Resident Evil. Bin nicht unproduktiv, trotz 12 Stunden Streams. Ich habe schon so lange keinen Glitzern mehr von der Decke geschossen. Es kann halt auch einfach überall sein, ne? Warum sagt mir das Spiel, ich habe hier noch Loot übersehen? Leute, verpisst euch doch einfach. Kommt nicht in den Chat und spoilert irgendwas. Schön, dass ihr irgendwas irgendwo gesehen habt. Jetzt geht einfach und beherrscht euch doch einfach, Kinder. So schreibt man einfach nicht einen Tag nach Release. Einfach zurückhalten. Ja, Small Dick Energy wäre spoilert. True. Ich gucke gerade noch, ob ich irgendwas sehe, weil der Raum noch rot markiert ist. Das heißt, dass es hier eigentlich noch Loot gibt. Deswegen gucke ich gerade hier noch ein bisschen rum, aber... Da, ein Kristallfragment. Und ein großer Kristall. Und ist immer noch rot. Nein! Sei doch nicht immer noch rot. Ich hab doch alles aufgehoben. Egal.
Das ist eigentlich nur Crafting-Zeug mit Geld. Eigentlich ist es mir nicht egal. Aber es ist halt der gesamte Gang hier. Ich guck noch einmal hier den Gang lang, ob ich an der Decke was sehe. Können wir weitergehen? Wir müssen ja eh so ein bisschen warten, dass die Leute langsam wieder eintrudeln, die zugucken wollen. Obwohl schon 1400 sind schon wieder da. Schnell, schnell. Sieht hier aber auch echt wenig. So düster, wie es ist. Na gut, dann halt nicht. Sag ich zum dritten Mal und trotzdem suche ich noch so. Wo ist es? Ich brauche mein Loot. Hier waren wir ja vorhin. Hier haben wir ja nur die Rohrbomben und so gefunden, ne? Ja, genau. Hier wahrscheinlich die ganzen Erze und so ab, mit dem sie alles aufbauen. Oder was auch immer. Dann gehen wir mal hier durch. Fake-Spoiler werden übrigens auch gebannt. Tschüss. Weil das war schon vor 7 Jahren nicht lustig und ist heute immer noch nicht lustig. Easy. So. Ich glaube, ich brauche eine Rohrbombe hier. Oh, wer baut eine Mauer voll ganz vielen Edelsteinen? Keine Ahnung. Aber meins. Ja, hier sind wir fertig. Wieder ein Komiker? Ja, immer. Alle paar Sekunden. Immer wenn ich einen Tweet mache, dann kommen erstmal eine Stunde lang die lustigen Leute. Das da? Kann ich das auch treffen? Nee, ich glaube, ich sehe es nicht. Angst davor. Aber da wird, glaube ich, immer nur Zeug geschreddert. Was soll schon passieren? Solange dieser Killer-Propellermann wiederkommt. Boah, 8 Sniper-Muni. Okay, es kommt irgendein Boss. Kein Spiel wird mir freiwillig 8 Muni geben. Klick, klick, klick. Wie viele Bosse hat Zombie schon? Das Spiel ist kein Boss-Rush oder sowas. Another one? Was zur Hölle kommt denn noch, Alter? Wie crazy sind die denn? Aua. Natürlich springt der hinter mich. Yo, nicer Charge. Knock, knock, knock. Ist hier zu? Nein. Gottes Willen. Erstmal einen Saft machen. Oh Gott, ich habe mein Aim verloren. Gestern. Aua, gut gebohrt. Hilfe, 2 so Götter gleichzeitig. Ich hoffe, wir fangen sehr nah an dem Raum wieder an. Ja, sehr schön. Ich habe nur gesagt, ich krieg 8 Sniper-Muni, irgendwas Schlimmes passiert. Ich glaube aber, ich nehme eine Schrotflinte tatsächlich. Mit dem neuen Schuss erstmal. Ich hätte mich auch heilen können noch. Also ich habe mich auch immer dumm angestellt. Ich weiß, dass ich auch eine Karte habe. Chill, Spiel. Langsam ist gut. Bei Flimmel-Inventar Munition herzustellen. Ja, Mangel Schrotflint-Munition. So, gibt's jetzt Ruhe? Hier ist Sniper-Muni auch noch.
Okay, also ich habe eigentlich sehr viele Optionen gegen diese Gegner. Ich sollte mal vielleicht irgendwas davon benutzen. Another one. So. Kannst du deine Brust bitte zeigen? Ja, komm, hau zu. Perfekt, den ersten besiegt, bevor der zweite von hinten kommen kann. Und jetzt bauen wir nochmal ein Überraschungsgeschenk für den. Gott, aber seine Angriffe ist, glaube ich, einfacher als versuchen, irgendwas zu machen. Nach jedem Angriff kann ich ja einmal zuschlagen. Auch wenn seine Treppe echt kacke ist. So, und hey. Perfekt. Bisschen besser. Minimal. Fehlt dir der Gruselfaktor wie in Teil 7? Ich habe Teil 7 nie selber gespielt. Und Resident Evil 4 war mein Lieblings-Resident Evil und das war ja auch schon ein bisschen mehr auf Action. Also, nö. Mir fehlt gar nichts. Ich find's gruselig genug tatsächlich. Ah, hier hätte ich hochlaufen können und nochmal runterhüpfen, falls mich die Dinger immer noch verfolgen. Jetzt Zerkleinerungsschacht. Ach ja, hier sind ja die ganzen Dinger zum Ausschießen. Voll vergessen, dass es die gibt. Wie weit bist du? 12 Stunden im Spiel. Mehr will ich nicht wissen und mehr kann ich dir nicht sagen. Schau einfach zu. Oder guck die Aufzeichnung von gestern, wenn du den Anfang sehen willst. Alles rot. Hier ist über Loot. Irgendwo. Ja. Eine Box. So, jetzt können wir hier hochklettern, ne? Das haben wir ja ausgemacht. Ist das Sehbild aber gut. Die auch nochmal zacken. Ah. Sogar das Wirbelblatt da hochlaufen. Nice. So, krieg ich hier auch nochmal Muni. Geld. Der Raum ist sehr groß und kreisförmig. Okay, ich komme mal raus. So. Ich sehe noch keinen Propellerkopf, der mich verfolgt. Aber das kann. Das ist gerade schon wieder so still. Der kommt bestimmt gleich. Karte der Fabrik, obere Bereiche. Da. Die Wand. Entweder bricht er sie auf oder ich brich sie auf. Oder gar nichts von beiden? Da ist eine Waffe, eine Kiste drin. Mit Loot. Ah, der Wagen hier. Wendeltreppe aufgestellt. Eine gefährliche Wendeltreppe. Ja, wir kommen bisher echt gut durch und haben echt viel gesammelt. Kugel. Kokelle. Okay, wir können uns eine Kugel pressen. Schießpulver. Und nichts. Weiß nicht, warum wir uns eine Kugel pressen müssen. Das müssen wir dann im anderen Stockwerk machen, im unteren Bereich. Da war ja die Presse dafür. Wo soll denn hier was sein, Spiel? Ja gut, der ganze Bereich nach oben zählt noch mit. Der Lüftungskanal. Warum? Ich wollte nur mal gucken, aber er läuft direkt rein. That was close. War ich da oben fertig eigentlich nicht, aber okay. Dann halt scheinbar schon. Teilreste, rostige Reste. Und eine Ziege. Leviathan-Ventilator, wo ist die Kiste?
Wo bist du? Im Spiel! Könnt ihr bitte nicht alle in den Chat kommen und fragen, an welcher Stelle im Spiel ich bin? Ich bin im Spiel, ich erkläre es noch einmal und dann Chat, antwortet euch bitte gegenseitig. Helft den Leuten, die fragen. Erklärt bitte, dass wir alle 4 Lords besiegt haben und gerade im 5. Gebiet sind und wahrscheinlich irgendwo Richtung Ende. Das könnt ihr Leuten jetzt schreiben, wenn die fragen. Und was ist eine Leiter? Ruhig bleiben. Nein, es nervt. Wenn alle 2 Sekunden einer kommt, wo bist du? Dann beantworte ich, dann kommt 2 Minuten später wieder einer. Wo bist du? Ich frage mich, wie der Händler an die Orte kommt. Der läuft. Siehst du nicht, was der für eine gesunde Struktur hat? Der kann sich bestimmt so bewegen, wie er will. Wenn mein Chat noch irgendwas Cooles lese und nicht nur dieselbe Fragen. Deswegen bin ich mad. Es tut mir leid, dass ich mad bin. Knopf? Nein? Ah, Fahrschulknopf ist es. Okay. Ja, dann. Hallo? So, jetzt. Hier aus dem Spiel geklickt. Dann fahren wir hoch. Soon, she'll start her ceremony with your rose. Wie? If that happens, it's all over. For your kid. And for the whole village. But don't worry. I'll stop it. I'll use Rose to kill Miranda. Poor Papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Take Rose? I'd like to see you try. Wie will die das Ritual mit Rose durchführen, wenn ich Rose schon wieder zurück habe? Ich habe doch alle 4 Teile von Rose gesammelt. Die kann doch gar kein Ritual mehr machen, das Kind habe ich doch schon. Ich weiß nur nicht die Bastelanleitung, wie man es zusammenklebt, aber... Da durch die Wand kommt der Gegner und ich muss da lang weglaufen. Schlüsselkokelle. Explosivmunition. Nein? Ich erwarte aber die ganze Zeit, dass dieser Propellermann wiederkommt. Ich habe Angst. There's more? So, wir sollten jetzt den Fahrstuhl ein 3. Mal rufen können. Ja. Oh, wir haben so eine Tür schon mal gesehen. Da müssen wir... Wir haben jetzt einiges zu tun. Was ist mit meinen Händen los? Ist es vom Kampf gegen die Dinger? Hab ich da ja die Schnittwunden in der Hand? Wahrscheinlich. Ich finde es immer noch lustig, dass Ethan einfach so ein Lego-Mensch ist, der seine Hand an- und abstecken kann. Hallo, Shop. Okay, du bist müde. Ich bitte nach B4. Kann ich beim Fahrstuhlfahren speichern? Nee. Findest du die Grafik besser als die von Resident Evil 7? Natürlich, das ist 5 Jahre später rausgekommen, das Spiel. Natürlich ist die Grafik besser. Resident Evil 7 hatte voll viele komische Filter drauf. Well then, feel free to peruse. Ja, die haben wir schon gesehen, die Pistole, aber danke, dass du sie mir nochmals neu vorstellst. Ein bisschen Alzheimer, der Typ. Ich habe ein Kristallfragment, 3 große Kristalle. Das da, 2 Gelbquarz, ein Schädel, 2 große kristalline Herzen. Zylinder nicht. Den muss ich mit irgendwas zusammen kombinieren. Ja. Bitteschön. Dissatisfying? I believe this is a fair price. Boah, die Schrotflinte, wenn die doch das maximale Magazin hat, ist die halt auch gut. Wir upgraden meine Pistole, glaube ich, aber nochmal 26.000, ja. So. Genau, Magnum haben wir uns ja entschieden, lohnt sich nicht. Die Schrotflinte macht echt mehr Schaden als die Sniper, ne? Weird. Ja gut, aber da kann ich halt über Distanz Headshots machen. Die Schrotflinte ist halt einfach mein Baby jetzt gerade. Die carried mich. Ich darf keine Schrotmuni eigentlich mehr verwenden. Ich habe 5 Dietriche. Ich
Ich kann nichts öffnen, weil ich keine verschlossenen Türen mehr kenne, glaube ich. Kann ja nochmal gucken hier ins Dorf. Ja, sind sogar zu weit rausgezoomt. Ne, wir sehen die Häuser nicht, wenn wir hier sind, okay. Ich glaube, es gab nur im Schloss Ultra... Ja. Wo ist das Schloss überhaupt wieder auf der Karte? Ja, keine Ahnung. Aber da kommen wir nicht mehr rein, weil da zu ist. Aber hier sind noch voll viele Dietrich-Orte gewesen. 2 Stück. Hätte ich gerne noch geöffnet. Ja. Aber gut. Bin ich hier richtig? It's dark. Ja. Doch da, wo ich am Anfang war, oder nicht? Ja klar, hier war ein Zettel und so. Aber wer hat das Licht ausgemacht? Okay, fand ich jetzt nicht so schlimm. Wäre vielleicht nur nicht wieder meine Schrot da direkt reinballern sollen. Genau, hier kam ja der Megabohrermann raus. Wie geht's dir so? Mir geht's gut. Hab Fun an Resident Evil. Ist hier der Printerraum? Nee, hier haben wir gegen einen gekämpft beim letzten Mal. Da sind wir scheinbar falsch gelaufen. Da ist bestimmt nur Munition drin, keine Panik. Ja, das meine ich doch. Ich will doch die Munition. Oh, 4 Flintenmuni, ja. Da, wo der Gegner herkommt. Kam, kommt. Ist bestimmt noch einer von denen. Ah, die leuchten ja schön. Der sich so schön hinstellt und sich vorstellt. Man kann das auch wegschießen. Cool. Ja, Sniper sind hier gegen die. Ah ja. Die Druckerei. Ich möchte bitte erstmal eine Kugel machen. Ist es die Kugel, die ich brauche für das letzte Ballspiel? Vielleicht. Das wäre mega cool. Wie findest du das Spiel bis jetzt? Sehr, sehr cool. Aber extrem viel Spaß. Ich mag diesen Teil nicht. Ja, dann tschüss. Okay. Ah ja, die letzte Kugel. Pferd. Was machst du denn hier? Nur schlechte Laune verbreiten? das war schon die Schlüsselform, ne? Genau, jetzt können wir noch einen Schlüssel machen. Bist du gerade im Labor? Ne, ich bin in der Fabrik. Oder sieht es für dich aus wie ein Labor? So ein bisschen unsteril. Heisenberg-Schlüssel. Okay, Chat. Wer war gestern Abend? Da, ich sehe schon. Geradeaus und dann links. Okay. Keine Frage an euch. Sehr schön. Tür ist hier auf der Karte eingezeichnet. Heisenberg-Schlüssel. Was ist hier drin? Gegner auf jeden Fall. Erstmal die VR-Brille wegnehmen. Bitte geht ein bisschen weg. Und wo bin ich? Erstmal eine Heilung. Hier bin ich.
Ich meine den Teil bei Heisenberg. Ach so. Ja, das ist... Mechanisches Teil Welle. Gehören Zylinder und Welle zusammen? Bestätigen, kombinieren. Mechanisches Teil Zylinder mit Welle. Ein Hammer! Lol! Das ist cool. Heisenbergs Hammer. Ein riesiger Hammer aus tonnenschweren Maschinenteilen. Sehr wertvoll. Warum kann ich den nicht einfach als Waffe ausrüsten? Okay. Dann haben wir den Schatz aber auch fertig gemacht. Das ist sehr gut. Kann man die Kommode hier öffnen? Ah, ein Dietrich. Perfekt. Gib ein bisschen Muni. Kein Schatz. Nur Muni. Sonst schieße ich. Mag nur Muni. 3 Stück. Sehr schön. Magnum ist zwar nicht mehr so strong, aber ein bisschen stronger noch als die Schrotflinte wenigstens. Was ist das? Schalter. Schauen wir mal zu Schalter, wenn ein Ausrufezeichen dran ist. War ich hier? Sagt mir nichts dort. Ein Dietrich. LOL, ein MK1. Das schlechteste von allen. LOL, bist du ein Duschi. Kann ich den eigentlich wegtreten auch? Ja, kann man. Aber es lohnt sich nicht. Au. Übrigens mal so nebenbei kurz erwähnt. Falls ihr noch bei anderen Streamern schaut oder so, spoilert generell nichts. Egal was ihr wisst, deutet nichts an, überhaupt nichts. Das ist einfach richtig respektlos. Oder wenn ihr schon... Junge, der war doch drin, der Schuss. Kann ich meine Schrotflinte. Nein, ich muss meine Schrotflinte aufheben. So. Ist eigentlich irgendwo selbstverständlich, aber ich sehe es oft genug, dass Leute einfach meinen, hihi, jetzt kommt gleich was Cooles und so. Das macht man nicht. Hört einfach auf. Langer Lauf für die... Für meine Magnum. Langen Lauf. Jetzt mal gucken. So sieht die jetzt aus. Okay. Babylauf. Schnell ausrüsten. Langer Lauf. Okay, ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass der Lauf länger ist, aber... Die wird jetzt wahrscheinlich viel mehr Schaden machen durch den langen Lauf, nehme ich an. Hoffe ich mal. Auf jeden Fall sollte ich sie wegpacken. Oder? Warte mal kurz ausrüsten. Die Muni können wir reinladen. 15 Schuss haben wir mit der. Ist halt echt viel Damage. Besonders wenn wir die noch schaffen, weiter abzugraden. Was bist du? Medical Log. Revitalization Surgery. This is my 18th attempt. The subject is Oscar the Stable Boy. 20 years old. He fell down the well while drunk. Body is in good condition. Chest incision complete. Now to remove the heart and vital organs and implant the control device. Excellent. Cadeau has begun adhering to the nervous system. It's progressing even faster than before. It seems upping the ratio of meta-albumin in the artificial blood was the right choice. Now to pass a current through the brainstem using 6,600 volts. Come on. It has to work this time. Yes! Wonderful! My creation! At last! I'll get that bitch yet! Ending recording. Okay. Ja, ein paar seiner Kreationen bekämpfen wir hier schon die ganze Zeit. Das ist ja nicht so verwunderlich. Und dir geht's doch gut. Nur so direkt einen Motor vorne dran gebaut. Ganzen Generator in die reingestopft gefühlt. Blendgranaten mehr. Okay. Operationssaal ist fertig erkundet. Sehr schön. So. Das war gut, dass da noch ein Ausrufezeichen-Schalter war. Habe ich scheinbar aber nur übersehen, die Tür. Aber ich war ja gestern auch einfach komplett durch.
So, und jetzt müssen wir mit dem Pferdeschlüssel nochmal ins oberste Stockwerk, ne? Ich habe keine Ahnung, wo es hier rausgeht oder rein. Ah, hier. Kommt hier nochmal einer? Ich würde warten, noch einen. Also ein dritter. Sollte eigentlich noch klar gehen. Naja. Wow, du hast Panzerung. Ah. Der Junge ist ja sowas von gepanzert. Bitte einmal zuhauen. Danke. Bitte einmal zuhauen. Bitte einmal zuhauen. Danke. Einmal zuhauen, bitte. Danke. Perfektes kristallines Herz. Junge, was ein Gott. Ich hatte kurz Angst, dass die Rüstung nicht abfällt durch eine Mine. Dann wäre ich ein bisschen verzweifelt gewesen. Hier hoch? War hier hoch richtig oder? Nee, ich kam von da. Oh, mein Gehirn funktioniert langsam. Sehr gruselig. Noch so einer. Der Griff zu Block tut ein bisschen weh. Oh. Ist hier nicht mal rückwärts? Oh. Ich werde sterben, wenn ich jetzt mich nicht heile. Ich habe mich geheilt tatsächlich. Ich habe es auch nicht gesehen. Hang. Noch ein perfektes kristallines Herz. Darf ich jetzt wieder zum Händler oder kommt noch ein dritter? Kommen wir wahrscheinlich aus der Wand raus oder so, ne? Spooky. Ah. Hast du gesehen, wo die herkamen? Die waren gruselig. Ah, yes, yes. Oh, yes, yes. Zwei kristalline. Oh, guck mal, 25.000 bringt einer von denen. Die bringen halt echt viel Geld. Und Heisenbergs haben wir auch nochmal 45.000. Take my money. Spend like kings. oder give me the money, eher. So, jetzt spend like kings. Yes, yes, yes. Oh, soll ich das holen? 80 Schaden mehr. Wie viel Schrotmoney habe ich gerade? 4 Schuss. A good deal, if I say so myself. Hoffen wir mal einen bei ihm. Was hast du denn? Eine Heilung für 4.000? Das ist seine Preise immer erhöht. Ja, ja. Aha. Ja, dann sind nur Aufsätze ohne Ende. Ist ja nichts von den Waffen, die ich benutze, ne? Oder ist das die Pistole? Flinte, ne. Kolben für die Pistole, für den Rückstoß. V61 Custom? Wie heißt meine? Was ist die V61 Custom? I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. Das ist die V. Ach, das. Die Uzi. Ah. Ach, stimmt, die ist ja auch nochmal eine bessere Pistole im Endeffekt, ne? Aber nee, nee, ich habe nicht das Geld dafür. Ich glaube, wir upgraden einfach weiter die Schrot. 90.000 ist halt schon teuer. Mhm. Aber nicht teuer genug. Dann machen wir das Magazin noch größer. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Muni. This is all an investment. 12 Schuss. Oh, sehr schön. Come again.
B4 Rohstoffe. Ja, wir müssen ja jetzt nach oben. Wir haben uns so eine Kugel gedruckt, oder? Für so einen Kugelautomaten. Aber ich habe noch keinen gesehen. Wenn einer im Chat weiß, ob ich den schon verpasst habe. Willst du keine Feuerrate, oder was? Nö. Auf Schießen ist mir egal. Ich ziele ja eh mal sehr lange, dass die Schüsse ganz genau treffen. Deswegen ist Feuerrate nicht so wichtig. Ich spamme ja nicht meine Schüsse. Das bringt mir auch die Feuerrate zum Beispiel bei diesem Typ mit dem Herz, wenn die eh immer dann sofort die Wand wieder nach einem Treffer davor... halten. Noch nicht verpasst, okay. Dann ist safe. Kommt wahrscheinlich jetzt genau hinter der Tür. Nö. Okay. You really are a tough one. But I'm tired of chit-chat. Time to die. Prototyp Modellsturm. Habe eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Das Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Okay, also kann nur geradeaus immer rennen. Von vorne durch nichts zu beschädigen, allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seine eigenen Arme abzusägen. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Fazit, auf ganzer Linie ein Misserfolg. You can hear it, can't you? Someone's waiting for you. Okay, wir müssen jetzt gegen Propellerman kämpfen. Er ist echt stolz auf den, den er als Misserfolg bezeichnet. Okay, da brauche ich auch meine Schrotmuni jetzt dann. Haben wir alles hier raus? Ja. So, nochmal gucken. Kann nur nach vorne stimmen. Und von vorne nicht zu beschädigen. Ja, okay, also einfach am Rücken. Okay, warte. Einer hat geschrieben, ich bin nicht am Kugellabyrinth vorbei und einer schreibt jetzt, bist wohl schon vorbei. Was heißt, bist wohl schon vorbei? Warum stellst du keine Muni her? Bitteschön. Bitteschön. So. Jetzt habe ich Muni hergestellt. Nein, bist du nicht. Okay. I don't have time for this bullshit. Out of my way! Eine Mine ist bestimmt ganz praktisch gegen dich. Aua! Au, 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 au! Charge! Der Motor brennt ein bisschen durch. Voll, voll. Komm, charge mich an hier. Oh, charge. Öfter. Ah, der macht dann Feuer in eine Richtung und dann kann ich schön in seinen Rücken reinballern. Aua. Bisschen Wasser gegen die Schnittwunden. Komm her. Voll, voll, voll. Okay, hier. Touch mich. Alles gut, Bro? Hast du jetzt wieder Feuer, oder? Ja, macht er. Nein, ich muss nachladen. Okay. Hier ist echt viel Feuer mittlerweile. Ah, du machst nochmal Feuer. Mit der Turbine. Hab ich ihn? Nein. Now stay down. Okay.
Blackses Herz. Pistolenmunition. So, hier müsste ja noch richtig viel Muni in dem Raum liegen. In den Ecken, wo er vielleicht nicht die Wände eingeschrammt hat. Nö. Ja, Lord K. Was das für ein Labyrinth ist. Das kann er alles wahrscheinlich einreißen. Ich habe den nicht genug einreißen lassen, den Jungen. Ich glaube, ich komme gar nicht an die ganze Muni ran. Da ist noch eine Mine. Und ja. Okay. Motorschaden muss in die Werkstatt. Also ein ganz schön guter Motorschaden. So. Mr. Heisenberg. Ich habe alles überwunden, was sie mir in den Weg geworfen haben. Eine Zigarre von ihm und Notizen von ihm. Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Wie sie sind wir nichts weiter als ein paar missglückte Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch als Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Missstück hat doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Mega-Myzeten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses Balk, Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht... Wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Ja, ne? Das mit der Hand aufstecken ist jetzt wirklich nicht so normal, Ethan. Sollst mal zum Arzt damit gehen, vielleicht. Da bin ich auch selber so irgendwie teils Zombie-Experiment, ohne es zu wissen. Ah, Schränkchen. Um was geht's in dem Spiel? Wir holen unsere Tochter von der Schule ab. Frachtraum. Okay. Wir haben noch den hier. Oh, Ziege. Metallreste. Chemikalie, Kraut. Und da sehen wir einen Raum. Mit Türen und so. Okay. Oder soll ich hier schon irgendwas sehen, was mir hilft? Der wird vielleicht lebendig. Sind wir schon mal auf Gegner eingestellt. Jetzt muss ich die Magazin von meiner Schrotflinte nochmal upgraden dann gleich. Also selber Ort, wo wir gerade auch durchgeguckt haben. Achso, dass man den Raum sieht wahrscheinlich. Oh, wir kommen in den Container und werden verschickt. Was für nette Post. Aber ist ja zu hier, ne? Scheinbar kommt man da nicht rein. Nö. Okay, dann klettern wir scheinbar auf den Kran da vorne jetzt. Ja. Als ob ich da oben drin was übersehen habe. Na egal, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ganz schön tief. Zeit mit dem Kran nach oben. Mit einem Hebelzug macht der Kran die Bewegung. Krass. Ist hier irgendwas in dem Raum? Ja, ganz ruhig. Po die Tür geöffnet. Ethan ist so dummy thick. Trigger. Aber Loot und so scheint hier nicht zu sein. So, und hier wurden wir, glaube ich, anfangs runtergeschubst. Jetzt sollten wir ja wieder bei Heisenberg sein. What the? Yep. You're persistent, but I've got a rebellion. Okay, so cool.
So stay out of my way. Pew. Dass da Wasser ist. Jetzt sind wir schon wieder ganz unten. That bastard. Damn it again. Okay, Ethan verspürt wenigstens den Frust, wieder hier unten zu sein. Vielleicht gibt es ja eine Abkürzung nach oben. Aber der sieht aus wie potenzieller Raketenwerfer-Gegner, muss ich sagen. Was soll ich denn sonst gegen einen Typ machen, der sich mit Metall einwickelt? Entfernen. I told you to leave it alone, Ethan. You are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Yeah? Hand me that wrench. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. Kettensägenpanzer einfach. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose. Holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get it, Ethan. You don't stand a chance against Miranda by yourself. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator. I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda, she's a dead woman. All right, Ethan. Then you take this and do me a favor. Try to stay under the radar. Can't turn back now. Okay. Ja, stimmt, wir haben ja gelesen. Dass ein paar von den Viechern irgendwie scheinbar Gestalt wandeln können. Und hat die sich als meine Frau ausgegeben? War die dann, hat die sich schon dann in Resident Evil 7 als meine Frau ausgegeben? Dass sie da schon irgendwo war? Vielleicht.
Houndwolf-Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindungen mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe ein paar Dokumente mit Informationen über Myranas Experimente gefunden, die unsere Vermutung bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamycet infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab, darunter Mimikry. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen. Sei es jemand oder etwas. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Also, okay. Also haben wir Mia scheinbar doch am Ende gerettet, aber... Oder auch... Ich habe doch mit Mia das Kind gekriegt. Ja, keine Ahnung. Was weiß ich, wo Mia ist, die echte. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nutzen könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Alpha. So, nochmal kurz an der Stelle erwähnt, ne? Wenn ihr irgendwas wisst und bei anderen Streamern und so guckt, schreibt nichts in den Chat. Spoilert nicht. Danke. So. Seid einfach klug. Und wir fahren jetzt Panzer? Ja, aber gesagt, wir brauchen irgendwas, um den zu besiegen. Ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass mir ein Panzer zur Verfügung gestellt wird, aber let's go. Haben fertig geplündert hier, okay. Dann speichern wir nochmal und dann ist Panzerzeit. Halten. Bist du bereit, Panzer zu fahren? Hey Ethan, spiel nicht Held. Übrigens, hier ist ein Panzer für dich. Metal polymer composite, huh? Time to fight fire with fire. I'm coming, Rose. Der ganze Panzer fliegt nach hinten bei dem Schuss. Ist nice. Aber er braucht sehr lange zum Nachladen. Ich kann blocken. Das ist Blocken. Okay. Auf geht's! Als wenn Chris diesen Panzer gebaut hat. Ne, der stand ja hier angeblich. Laut dem Dokument. Wieso hängen da Menschen? Weil das solche Kettensägen-Zombies sind, die gebaut wurden. Geschütz heißt es einfach. You're like a goddamn cockroach! You think you can take me on? Fine! This will be my warm-up before I kill them. Wir machen mal die Sounds ein bisschen leiser. Wie immer bei Bosskämpfen. Die Stimmen dürfen ruhig so auf 7 bleiben, ja. Der Rest auf 4. Ja. Bitch. Let's settle this. Man. A man. Ach, der ist rot, ne? Da muss ich drauf schießen. Ich schieße aber auf alles, was rot leuchtet und so. Funktioniert. So, this is the power of fatherly love, huh? Und zack. Nein! Tschüss, Berg. Außer den Berg da hinten weggeschossen. So, wir fahren mal hier kurz. So. So kann ich den ein bisschen wegschießen. I'll kill her with the power she gave.
That's what I call being a good son! Und da ist ein Schild noch hier. Okay, wir haben ihn rausgeschossen, sehr schön. Das ist cool, dann kann ich ihn von mir wegschieben einfach. Gefällt mir. I'm a goddamn freedom fighter! I'll use your cute little dog to become more powerful than ever! Ich glaub, dir geht's nicht ganz gut, Bro. The clock is ticking, Ethan. I'm tapped over. Ja? Geht's dir doch gut? Du hast einen sehr langen Arm. Shit! Ein falscher Schuss lädt gerade. Okay. But you're first. Ich weiß nicht, wie er nicht getroffen hat, aber ich bin froh. Hat er irgendwelche Schwachstellen? Too bad I'm your only fan. Here we go, Ethan. The final stretch. Was schieß ich? It's hopeless, right? Ich krieg Munition für meine Waffen. Flesh and blood will never win against me. This isn't David and Goliath. It's Ethan and a bloody demise. Kriegt der Schaden? Ja, scheinbar. Lynched, ja. Having fun? Ich weiß nicht, ob ich Spaß hab. Ich hab aber einen Granatenwerfer. 13 Schuss. Impressed. Ich glaube, du bist impressed. Mann. Halt hier im Stunlock mit dem Granatenwerfer. Na, wie geht's dir, Bro? Ah, lebt noch. Wo fährst du jetzt? Ist hier noch Muni? Ja, da. So long, Ethan Winters! Ich fliege! You really should have taken my deal! You'll be frozen in the afterlife! Das ist mein Panzer! Ich muss in den Panzer! Ja! Right after I murdered them! This can't be the end for me! I must kill her! Hang. Das ist so cool! Reif für den Schrottplatz. Ich hab ein Handy? Ethan? I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, respond! Mia? What? Our child. She's so important, isn't she? She's everything to me. And mine to me. With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor
Ethan. Who are you? Where's Rose? Miranda. Enough. Remember Evelyn and her power over the mole? Rose is her successor. No. Rose is Evelyn's true, complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours! Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be? Was it because of her parents? And you are truly a special case. But I've learned all I can from you. Your worth as a lab rat has run out. Miranda! You coward! Come on and face me! Don't worry, Ethan. Your death will come quick. You will join the Megamycete's records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother! Bound for eternity in blood. Kann ich da noch Wasser drauf schütten? I've waited so long. But dreams really can come true. Vessel or not, I can't wait to see my true child. Und Credits. Vielleicht tue ich einfach so eine Wasserflasche statt dem Herz da jetzt reinlegen. Captain, I've confirmed the death of Ethan Winters. No! I wasn't able to retrieve the body, but I've recorded evidence. Share your screen, and I'll go over this. Alter, wir spielen jetzt Chris Redfield. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda. But we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. God damn it, when does it end? Ja, aber wirklich. What's that, sir? The mission? All of it. 3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. Get her, Captain. The squad's ready for you. Was ist mit meiner Magnum? Ich wollte die doch noch benutzen. So, BSAA got here already. They didn't waste any time. Mission adjustment? No, doesn't change anything. Terminate Miranda and rescue Rose. That's the mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger. Yes, sir. K-9, I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can. Roger that. I'm on it. Been a while since we fought together, Captain. When was it last? The desert? Doing nothing but recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Miranda's plan. Couldn't quite believe it when I heard she turned herself into Mia, though.
taking 5 shots to the head's nothing to sneeze at either. Spooky. Oh, guck mal, wir haben so ein cooles Kampfmesser. Karambit. Ein seltenes CSGO-Messer. Wir haben Granaten, einen Lasermarkierer und krasse Ziele. Eine Arzneispritze, die alle Wunden vollständig heilt. Ich habe meine Magnum nicht mal benutzt. Weißt du, die wissen, dass Ethan vor Miranda kaputt geht. RIP Magnum. 600 Euro CSGO-Messer. Da ist ein bisschen viel los. Hey Alpha, look at this. The SAA. They've gone too far. Truce. Christ. Looks pretty rough down there. How are you planning on reaching the objective? First, we're gonna have to take that thing out. I've got your back, boss. Let's get to work. Pretty bros, meine Miteinheiten. Everyone watch for hostile bioweapons. Roger. Kartograf? Erkunden Sie die Karte des Dorfs vollständig. Okay. Mittelgroße halbautomatische Waffe, Dragoon, vollautomatisches Gewehr. Pistolenmoney und Gewehrmoney. Ach, es gibt wieder eine Gewehrart. Ugh. Gewehre fand ich immer nervig in Resi. Okay. Auf 1 habe ich das, auf 2 habe ich das kleine. Okay. Made contact with a group of hostile bioweapons. There's more than we thought. Watch out. Oh, wie stark die Waffe ist. die ist extrem stark, die Waffe. Okay. Ja, die ist auch gut. Also irgendwie, man merkt auf jeden Fall, dass Ethan kein Zivilist ist. Die droppen auch keinen Loot mehr und so, ne? Gibt da so kein Upgrade mehr und alles. Ja, ich glaube, wir sind jetzt hier so auf dem Endspurt. Interessant, aber nochmal so komplett neues Zeug zu bekommen. Western Route is clear, moving out. Roger that. Ah, ultra cool, Chris Redfield nochmal zu spielen. Resident Evil 5 hat man den BSAA gespielt, ne? Ja. Craft spotted. Two guards. I can take them. Don't get cocky. Okay, Munition ohne Ende. Haben wir eine Karte? Nee. Ach, hier ist das Haus von Luisa. Ja. Da war die Toilette, die ich nochmal zugemacht hatte. Genau, hier war irgendwas drin. Das hatte ich geholt. Crazy. Okay, okay, okay. Also lassen wir uns nicht aufhalten. Was ist BSAA? BSAA ist die Gegeneinheit gegen Umbrella, die Chris, glaube ich, selber gegründet hatte. Das war so eine Einheit, um diese ganzen Biowaffen und sowas einzudämmen. What the hell is that thing? It's all new to my seat. That's probably where Miranda is. Let's go. Aber es ist überall. Large mutated bioweapon sighted. Maybe releasing infectious particulates. Keep your masks on. Kurz nachladen, warte mal, Hundi. Waffe ist, dass der instant wegfliegt die ganze Zeit. They had eyes on Miranda too. Probably felt they wanted to interfere. Wie strong ich bin, Junge. Okay, die beiden haben wir. Was ist ein grünes Licht? Heißt grünes Licht immer Loot? Damn it, the path's blocked. No worries, detour around the village. Komm ich da echt nicht hin? Ich will nur noch mal gucken, weil da liegt Muni. Nee, muss ich durchs Feuer, das tötet mich wahrscheinlich. Okay. Alter, 417 Schuss. Ja, aber ist ja auch eine Maschinenpistole, also die verbraucht man ja auch recht schnell. Hey Boss, it's me.
I'm at the location preparing for support fire. Might be a minute. Roger. Tundra here. Leaving some supplies in one of the houses, Captain. Help yourself. Yo! Chris ist einfach sowas von stacked mit Munition und Waffen. Aber direkt so Ultra-Nachtvisier. Wie viel Munition ich hab. Die hat gesagt, in einem der Häuser. Das ist nicht sehr aussagekräftig tatsächlich. In dem Haus hier? Wie cool ist das denn? So eine echte Special-Einheit. 700 Schuss habe ich. Pam. Umberize, I need some backup. I see you. 200 to the point. Was ist hier passiert? Ultra nice. Ich guck mir alles genau hier an. Ich tu mal nicht so, als wäre hier gerade irgendwie krasse Situation im Laufen. Kämpf doch gegen meine Waffe. I've never heard of a mutant mycete colony growing so huge. Ja, dann nehme ich glaube ich meine Maschinenpistole bei so vielen. Oh, bist du umgefallen? Ah, guck mal, hier ist eine Muni. Blendgranaten. Weißt du? Ja. Was wollt ihr? Wie genau die Waffe auch schießt. Auch wenn's Visier anderes sagt, aber die Schüsse treffen ja alle perfekt. Hey, I get eyes on you, boss. Keep going. Hat ich nicht Granaten? Ja. So. Tot? Ja. So, da ist noch Loot rechts von mir. Die lädt halt ultra langsam nach, die Waffe. Ah, ich glaube, es ist nicht so das Problem, ganz ehrlich. Sniper wäre cool gewesen. Ah, die hat ja mein Kollege gehabt. Was ist das denn für Bullshit gewesen? Der macht es automatisch. Der boxt die einfach weg. Zu viel Zombie-Erfahrung. So, da oben ist Loot. Friedhof, Zeremonieplatz. Huch, er war schnell da. Ja, und leicht erschrocken. I've reached the target location. Damn, this is big. Das. Alright, Lobo. Okay. Marking the target. Roger that, boss. Warte. Hahaha. Bevor ich irgendwas marke, hab doch gesehen, dass hier noch ultra viel Heilung ist. Und eine Granate. Vordere Unterstützung mit dem Laser an. Erst nachdem ich das Klo geschlossen habe. Lage ist gesichert. In die Schuppen kann ich nicht rein. Wir sind aber jetzt Türen. Also wenn ich hier ins Haus möchte. Oh. Interessant, dass man hier noch rein kann, ne? Oh, hier ist nichts. Das ist cool, dass man mit in der Target Locator working? Warte. Target Locator. Hier. Will ich das da wegmachen? Bingo. Alright. Ah. Reloading now. Just a minute. There's a swarm headed that way.
Hallo. Alle tot. Yo. War das richtig, dass ich, wo ich darauf geschossen habe? Ich bin nicht sicher, aber es wirkt so jetzt. Drei, zwei, eins. Feuer. I'm reloading. It's them. Watch your progress. Hilfe? Okay. Ich weiß auf jeden Fall, wofür ich die Granaten und so hab. Und ich weiß, warum ich hier im Kreis durchs Haus kann. Das ist eine Explosionskiste hinter euch. Stirb! Danke. BSA guys are engaging the bioweapons. You're right, Captain, they must be after the Megamycete 2. Feuer, 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 Feuer. Ah! Okay. Good. Megamycete must be below. Wenigstens hatte die Munition irgendeinen Sinn. Ich habe noch 700 Schuss, aber egal. So, haben uns hier schön gerade reingesprengt. I found a way down. I'm going in, the rest of you stay back. Captain, I compared the mold at the village with a sample from the bakers and there's no sign of the genome editing we saw in the E-Series. The stuff originated here. Okay, also der Pilz kommt von hier. Aber wie cool, mal so einen richtigen Squad zu haben, der ihm hilft und so. Also richtig Spezialeinheit spielen. Was war denn für ein Fetti? Ja, let's go. Fight me. Guarding the Megamycete, huh? Lobo, I got a tough guy here. I'm a ja, ich brauch einen tough guy. I need backup. There's an opening in the roof. Use it. Okay, I'm moving out. Hold on till I get there. Es wirkt nicht sehr effizient, was ich gegen ihn mache, aber was soll ich machen? Ich kann nichts machen, außer blocken und draufballern. Ah, Rücken, 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 Rücken. Okay, ich verstehe. Der Rücken, da ist der Rücken. Na dann. Oh. Good. I'll signal with the locator. Rink. Einmal in den Rücken rein, halt. Ich sehe selber kaum was. Es ist echt dunkel in der Höhle hier unten. Hätte ich nur so ein Nachtsichtgerät. Aua! Das war ein mieser Sprung, der dritte. Na dann? Wie oft haust du denn zu? Auch selber ein bisschen über mich erstaunt, wie viel ich wegtanken kann als Chris.
Ah, danke für die Millisekunde, die du zu Boden gegangen bist. Die habe ich natürlich nutzen können. Er zeigt wenigstens immer seine Rücken, wenn er zugeschlagen hat. Mal kurz Pause. Okay, ja. Dein Rücken, Bro. Wie viel steckst du denn ein? Laser kann ich jetzt benutzen. Okay. Ja, ein bisschen schwer, den auf ihn zu richten. Hat er nicht gesagt, er muss sich noch erst revokalisieren? Ich habe gewartet, dass er irgendwas sagt. Ja, ich brauche den Laser nicht. Mal Rücken reinhalten. Hat er schon? Junge, ich bin nicht so im Kampf gewesen. Dann sorry. Hab ich ihn? Ja. Ich kann doch mal schießen, Boss. I'll keep going. The rest of you? Stay above ground. Und Faris hat einfach 1 Million Leute getimeoutet. Leute, hört auf zu Backseat Gamen. Keine Tipps? Faris hat vollkommen recht, jeden von euch einen Timeout zu geben. Faris hat einfach mega Fun gerade. Irgendwo auf einem Level bestimmt. Aber 200 Leute gerade zu timeouten. Ihr habt einfach alles falsch gemacht. Einfach keine Tipps. Guck, wir haben Schatz bekommen. Was ich nicht verstehe, weil wir kein Geld mehr brauchen, aber cool. Vielleicht haben wir das im nächsten Run oder so. Kristalliner Riesenstreitkolben, sehr wertvoll. Ich habe nichts Wichtiges. Nichts ist Chris wichtig. Kann ich mal craften. Hier sieht geil aus. Ja, ich würde gerne so einen Streitkolben oder sowas auch benutzen. Ja, der Laser war nicht mal Pflicht. Ich hätte ihn bestimmt auch ohne Laser kaputt bekommen. Das war die No-Laser-Challenge. So, if Miranda was the fake Mia, where's the real one? I doubt she saw any further use for her. I don't get any of this. How did Miranda even know Rose exists? A moldy little bird told her, maybe? We can figure that out later. Focus on the plan. I found it. It's the Megamycete. Sieht aus wie ein Baby, ne? Da ist so ein Kopf, da ist so ein Arm und da ist so ein Bein. Out for the squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. Der wehrt sich doch jetzt bestimmt. Was so reingeworfen mit dem Messer. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Okay, viel Spaß alleine. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Keep your distance. Do not move until I give the order. I know it's too late now, but we really should have told Ethan the plan. There wasn't time. And we didn't expect Miranda to act so soon. Even so, you should have told him. Lol, Chris wird angemeckert von seinem Team. Die Wurzel alles Übens. Finden Sie das Megamycetin in den unterirdischen Ruinen. Ja, ist schwer zu übersehen, ne? Sieht aus wie das Symbol, was auch überall im Dorf auf dem Boden gemalt war. Da haben die einfach alles Megamycetin auf dem Boden gemalt. So, wo ist Miranda? Ich habe noch 500 Money. 400 für den großen Gebrauch. Das muss Mirandas Lab. Loa, let's go. Buch Nummer 1. Das Meerjungfrau-Buch. Proband Salvatore Moreau. Wir haben ja besiegt. Kadu-Kompatibilität schlecht. Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Kadu hatte beim Probanden drastische Veränderungen an den inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner
irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel, als Hülle für Eva nicht geeignet. Ja, schade. So, dann haben wir Lady Dimitrescu, glaube ich. Ja. Ah, Alcina Dimitrescu. Genau, wir hatten ja Proband, wir hatten mal vorher eine Datei gefunden, weil Alcina D. Und da haben wir schon vermutet, dass das Dimitrescu ist, aber ja, scheinbar ja. Kadu-Kompatibilität äußerst gut in Funktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate, Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis, wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihren Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Deswegen war die so blutversessen. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierte Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Pferd, das war ja Heisenberg. Karl Heisenberg, Kadu-Kompatibilität äußerst ordentlich gut, in Funktion normal. Besitzt elektronische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Und dann haben wir noch Sonne, Mond. Ach, das ist der Puppenspieler-Typi. Donna Benevito. Achso, das Grab von Claudia Benevito war dann ein anderes, okay. Kadu-Kompatibilität gut, Hirnfunktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutanbezähnen infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Da haben wir ein Bild von irgendwas, was heranwächst. Da ist unsere Mutter Miranda noch als Wissenschaftlerin mit ihrem Baby. Die hat ja scheinbar ihr Kind verloren oder so. Und will jetzt irgendwie das als Ersatzkind haben. Da wird irgendwas mit einem Kind gemacht. Ach so, das ist Evelyn vielleicht. In ihrem Labor. War ihr Kind Evelyn? Möglich. Da ist noch ein Kadu. So they're using this to control the bioweapons. Muss mal kurz mein CSGO-Knife rausziehen. Yo. Er ist schon sick, das CSGO-Knife. Okay, das haben wir alles gelesen. Hier haben wir noch was. Irgendein Forscherteam im Wintergebiet. Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie so auf unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich momentan sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihren reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs in Ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich Ihre Überzeugungen von der meinen unterscheidet. Sie wollen die einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Okay, also sie ist echt nur hinter ihrem Kind her. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie mit Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor. Ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig Ihr Schüler Oswell E. Spencer.
Spencer war der Gründer von Umbrella, genau. Also hat er, diese Miranda lebt scheinbar schon echt lange. Und hat den Spencer scheinbar irgendwann gerettet. Super Sache. Und dadurch hat Spencer irgendwie diesen Wahn entwickelt, scheinbar die Welt mit einem Virus zu infizieren. Und Umbrella gegründet. Okay, cool. Spencer, here. No way. Muss ja ewig her sein. Vielleicht Spencer einer auf den Bildern oder so. Okay, crazy. OG-Story hier. Kind? Meine geliebte Eva, es ist 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir damals wegnahm. Ich war so hilflos damals. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyzelten wieder zu mir holen. Ich musste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Höhle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch des Giganten, dem Regler des Megamyzelten, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyzelten zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen bist, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in einer Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden, den Megamyzeten. Es war reiner Zufall. Okay, also die Tochter ist gestorben, die Mutter wollte irgendwie sterben in der Höhle, aber hat diesen Gigapilz gefunden, der hier die ganzen Probleme in 7 und 8 jetzt macht. Okay. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamyzet spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich wieder zurückholen konnte. Ich brauchte nur eine geeignete Hülle. Und dafür hast du 100 Jahre gebraucht? Nachdem ich in das Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus dem Megamyzeten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kadu erschuf, aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Alcina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lykans. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert, sie sagte, sie würden mir helfen, also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA, aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Was ist mit dem da? Der 1, 2, 3, 4, 5, 6... Der da. Da, wo das Licht gerade drauf ist. Was ist mit dem sein Gesicht los? Ist das Foto einfach so geknickt? Die restlichen sehen ja recht normal aus. Aber kennt man bestimmt aus irgendwelchen Resident Evil-Dingern, ne? Bestimmt. Und da ist sie. Eigentlich eine recht normale Wissenschaftlerin. Bis sie keine recht normale Wissenschaftlerin mehr war. Und Fledermausmenschen erschuf. Da ist eine Gefängniszelle, okay. Mit Schuhen drin und so. Ah, die echte. Show me your hands. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Still at the ceremony site. Whatever she's doing, she's staying put. God damn. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait! You can't leave me here! You promised, damn it! You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything! And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is... gone. I couldn't save him. But I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone?
He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but... You don't understand how special he is. Zombie sagt einfach nichts. Ja, natürlich rede ich nicht in die Cutscene rein. Depp. What's going on? Someone's there? It's cold. Wasser benutzt, ja. Da, guck, hier ist Wasser, deswegen lebe ich wieder. Wo bin ich? Das ist einfach noch lebt. How did I get here? God, it's freezing. This shit in my body. You're so dumb. Evan? Yeah. How are you here? You're dead. Dead? I mean, Miranda. She... No. I still have to save Rose. Wrong! It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still... See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? Doch. No matter how much you got hurt, remember. Das Haus der Bakers? 3 years ago, the Baker House. You were murdered by Jack. You died there 3 years ago. That's impossible. No way. You shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! Then what am I? I did all that. Rose. Mia. I... Now do you get it? Your whole body is nothing but mold. You can't ever see your family again. Family. Family. No. Rose. I have to save my daughter. You're already dead. Dead. I will save Rose.
Dann versuch mal. Sind jetzt wieder Ethan? I'll save you no matter what. Tatsache. At last, he awakes. Wir sind im Wagen vom Duke. Where am I? My carriage, Ethan. You were having a nightmare. Cooler Teppich. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see. But to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. We should arrive shortly. Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. We're here. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yeah, I have to be. I gotta go. Okay, ich will sogar noch mal shoppen. Ich will einen neuen Spielstand auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen mit dem Scrollen umbackt. Wir sind jetzt Spielstand 6. So. Naturally. Ja, jetzt kann ich die letzten Upgrades kaufen, ne? Ja. 300 Schaden mehr auf der Sniper pro Schuss. Oh, das ist halt cool. Ich will mir, glaube ich, die 300 Schaden für die Sniper. Und die kann ich jetzt auch bis dahin upgraden, aber es ist alles so teuer. Ich habe noch ein komplexes Herz. Den Riesenstreitkolben habe ich scheinbar auch bekommen. Und das kristalline Heisenberg habe ich auch. Okay, das ist ein bisschen Geld. Die Zigarre von Heisenberg kann ich auch verkaufen. Okay. Oh, the assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. Die Samurai Edge habe ich doch schon 5-mal gesehen. Spiel hoffte mir jedes Mal als neu anzudrehen. Okay, ansonsten sehe ich ja auch nichts Neues, außer dass wir wieder ein bisschen Muni mitnehmen können. This may be our last meeting. Be sure you have all you need. Ja, auf jeden Fall das Sniper-Upgrade. 300 mehr Schaden pro Schuss ist insane. These hands are more dexterous than one might think. Komme ich ja bald an die Wolfsbane ran. Ist cool. Dann kaufen wir davon noch 2 Upgrades. What? Ah, it's fine. All finished. Oh, die hat so viel Schuss dann schön drin. Das ist cool. So, dann kaufen wir die nochmal voll. So, und jetzt kaufen wir nochmal Munition und sowas. Alles, was geht. I saw you eyeing that one. So. Die nehmen wir auch mit. Räuberbombe nehmen wir auch mit. Amat Victoria Coram. Schade, dass ich nicht genug Fisch habe, um mir die Upgrades hier zu holen, ne? Aber gut. Please, be well. Thanks. Bin ich fast tot? Nee, mir geht's sogar ganz gut. Ja, guck mal, hier kriege ich auch nochmal ein bisschen Muni und alles. Ich habe ja sogar noch richtig viele Explosivgeschosse, ne? Ich habe ein paar in Heisenberg reingejagt. Ja, 12 Schuss noch. Ich bin halt so stacked. Was auch immer Miranda will, die kriegt jetzt einfach nur Insta-Kill. So, wo lang muss ich? Wie lang? Ja, scheinbar. Was anderes zugewurzelt. ...33 Schrotflinten-Muni. Oh!
Wir haben so viel Munition. In 2 Tagen durch ist schon schnell. Naja, wir haben ja auch ewig viel gespielt. Kein Hut mehr. Oh. Kein Bock-Modus. Ist nur noch zum... für den Bossweg die Muni. Ich hab so viele Waffen. Lass mich rein in den Scheiß. Bin auch Pilz. Little Ava. My beautiful daughter. Come to me. Ava, is that you? Oh, how I've missed you! What? My power is leaving me! Rose! Miranda! Interesting. Your body certainly is normal. Give Rose to me. Now! You'll see. Once I kill you properly, Get her, now! Give me the baby. Let go! I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled. No! Rose is mine! What the fuck? You fulfill. So, auf welche Waffe nehmen wir denn? Tun wir das mal in den Schnellzugriff. Ich glaube, mein Messer benötige ich nicht. Tun wir das mal statt der Pistole hin. So. Was können wir denn noch alles nehmen, um den Boss etwas einzuheizen? Und die kann ich ja nicht an die Waffen dran machen, ne? Nee. Ja. Schauen wir doch mal. Peng. You disposed of my false children and awakened the glorious Megalys. Now, please do not worry for little Rose. I assure you, I'll provide her with true happiness. Ooh, spider. So now you can die peacefully and permanently. You understand the love of a parent. Not letting you get away. How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours? Oops, daneben. Bisschen schwer bei einer so einem rumhüpfenden Ding den Kopf zu treffen, ne? Ach, zweite Phase. It granted me this splendid power. Yeah, right. All it's done is drive you nuts. Nur mal einen kurz, bisschen Wasser, Sekunde. Pilzwasser. After all, everyone dies. Was bist du jetzt? Ah, nein, nichts. Ah ja, die muss ich abschießen. Dachte ich mir schon. 3 Schuss nur noch. Warte, ich lade einen rein. Ich hab sogar geboxt, ne? 1. 2. 3. Hear my prayer! Was holst du jetzt? Ich schieß mal auf dich in der Zeit, ne? Ich hab noch sehr viel Muni. Hast du noch eine Form? Ja. Nein. Doch? Da kommt's Lachen her. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my hands. Go on. Rest now. The hell I will. Die, 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 die. Tschüss. I
will take back my daughter! If I combine Rose with a Megamycete, my daughter will be made manifest at last! I've waited a century, all for this day. Ah, ich muss hinter die Säulen. Das konnte ich natürlich wissen. You still stay. Na klar, du doch auch. I can take any form I desire. Los, go. Was ist die Verrückte da so? Ah, daneben der dritte Schuss. Why do you inter- Surely you have no need of those now. So close to death. She's my goddamn daughter. You psycho. Wie viel Leben hast du? Your time is up. Now die. Your life is over, Mr. Rose. Why do you still fight? Oh. Aua. Hat weh getan. For my daughter. Wie viel brauchst du in dein Gesicht, damit du stirbst? How about this? Why won't you? Ja, warum stirbst du nicht? Da. I understand your feelings, Mr. Rose. True, I do. But this is the end. Die! Hab's it. This is how you end, Ethan Winters. To ensure I never see your face again. Zwei Schuss einfach. Sorry. Tageslicht. Baby! Rose! Shh. Shh. It's all right, Rose. It's all right. Oh. Das war's dann wohl. Ethan, wake up. Oh no. Chris. Ethan. You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan. We gotta move. Ach, da hängt ja eh eine Bombe drin. Stimmt. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey! Hey! And you tell yourself. Now come on, it's not that much further.
Watch over her. Teach her to be strong. God damn it. Goodbye, Rosemary. Ethan. Go, take us up now. Sollte sie nicht fragen, wo ihr Mann ist? Wait! Okay. Where is Ethan? Get moving. We have to get clear. No! We can't go, not without my husband! Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? Da ist er. What was that? I told you to sit down. Where is he? Chris? What have you done? He's gone! I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay. Also die Einheit, die gegen die Zombies ist, jetzt auch von Zombies infiltriert. Das ist ja praktisch. Aber RIP Ethan. Resident Evil Village! Wie viel Überschnitt war jetzt mit dieser Anfangsgeschichte? Also wir hatten, was kam denn hier vor, ein Pferd? Das war halt, das stand für Heisenberg. Die Fledermaus stand für Lady Dimitrescu. Das Skelettding war für die Puppenspielerin wahrscheinlich und der Fisch für den Fischtypen. Lahmes Ende? Nö, ich fand's eigentlich cool. Nachdem alles, was Ethan da irgendwie beschafft hat, war mir halt eh sehr suspekt. Aber wann genau ist er denn bei Resident Evil 7 dann gestorben? Und durch einen Pilz scheinbar ersetzt worden. Im ersten Kampf direkt am Anfang. Okay. Deep and mysterious.
Das ist ja so trotzdem noch die Geschichte, die hier gerade irgendwie gesungen wird wieder, ne? Ja. Wäre cool, wenn sie gezeigt hat, was mit der BSA-Zentrale ist. Ja, es kommt bestimmt später. Weiß nicht, wie 9 spätestens. Ich denke, das Kind von mir wird wahrscheinlich irgendwann ein Protagonist oder so. Also Rose. Oder Rose wird irgendwas, was man umbringen muss. Aber ich glaube nicht. Es wäre irgendwie sehr weird, wenn das nach all dem, was wie oft man Rose jetzt gerettet hat und mir. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Ja. Die Geschichte, das Bilderbuch hat am Anfang die Geschichte vom Spiel erzählt. So ein bisschen. Süß. Oh, ultra cooles Spiel. Giga nice. Nochmal gerne eine Erinnerung daran, nicht bei anderen Leuten im Chat zu spoilern. Ich erziehe euch alle. Schreibt einfach gar nichts, wenn ihr was wisst bei anderen Leuten. Außer die Fragen natürlich gezielt direkt in den Chat. Aber sonst, ja. Ach, super, super cool. Ich bin sehr gespannt jetzt noch, was jetzt noch so danach kommt. Wir gucken noch ein bisschen rein. Weil, gibt ja erstens wahrscheinlich jetzt einen neuen Schwierigkeitsgrad. Der ist mir jetzt nicht so wichtig. Außer er ist dafür für Infinite-Raketenwerfer. Eigentlich, das ist das, was mich interessiert. Und ich krieg jetzt wahrscheinlich so einen Rang D oder sowas fürs Durchspielen, weil ich 8-mal gestorben bin und so. Und nein, wir überspringen nicht die Credits. Die können wir kurz durchchillen. Kommen dazu auch Videos auf YouTube. Die Streams kommen alle auf meinen Stream-Kanal. Da kann man alles angucken, das gesamte Spiel. Sind auch schön unterteilt in so 2-Stunden-Länge. Und 14 Stunden Storytime ist okay, würde ich sagen. Alles über 10 Stunden und das Spiel war so abwechslungsreich. Die ganzen Bosse waren alle mega cool. Es gab ultra viele Cutscenes und alles. Es ist einfach so dämlich, dass die Leute einfach nur ihren Spielwert an Spielzeit messen. Müsste einfach jeder Entwickler sein Spiel einfach nur noch auf 30 Stunden strecken durch irgendwelche unnötigen Sachen und alle sagen auf einmal, ja, 70 Euro ist jetzt okay. Es ist so ein schwachsinniges System, dass die Leute einfach Spielzeit mit Geld gleichsetzen. Kommt einfach drauf an, was man bekommt. Das Gesamtpaket ist wichtig. Und Replay-Value gibt's ja auch noch, klar. Man kann auch mit dem Spiel ja bestimmt 100 Stunden Spaß haben, wenn man alles machen will und so. Dann wird für mich jedes Monster eine 300 Euro kosten. True. Das Spiel muss dann schon sehr gut sein, damit die Spielzeit nicht wichtig ist. Ja, muss nicht sehr gut sein. Also solange eine Story irgendwie so 5 bis 8 Stunden ist, reicht es mir vollkommen. So 20 und 30 Stunden Stories, die ziehen sich immer so lange. Da sind da so viele gestreckte Stellen drin. Ich hab lieber so ein gutes Gesamtpaket. Und das hier war sehr chill. Die Fabrik ging doch recht schnell am Ende jetzt. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass die sich sehr zieht, aber es ging. It Takes Two ist doch das beste Beispiel. It Takes Two ist geisteskrank. Das ist nicht vergleichbar mit Spielen. Das ist einfach schon in der Zukunft. Das ist schon so ein 2030 Spiel. Machst du noch 100%? Es war doch 100%, hab doch alles gehabt. Ich mache nicht alle Achievements, ich mache jetzt keinen 3-Stunden Speedrun oder sowas. Fandest du den 7. Teil besser? Ich habe den 7. Teil nicht gespielt.
habe Resident Evil 4, 5 und 6 gespielt. 6 ist halt so ein bisschen mimig halt, weil 6 mag ja niemand. 7 habe ich dann in sehr vielen Videos und Streams gesehen. Aber nicht selber gespielt und den Teil, den 8. habe ich jetzt selber gespielt. Und einfach schnell durchgespielt. Das ist ja schnell. Gechillt in 2 Tagen. Sagst du den 7. noch? Nö, kenne ich ja alles. Und keine Ahnung, ich fand den hier cooler, weil ich mehr ein bisschen so mehr Gekämpfe drin ist. 7 ist sehr viel Horror. Und nur am Ende ein bisschen mehr Geballer. Kapierst du die Story? Ja. So komplex ist die Story jetzt nicht. Ist kein Returnal, wo man irgendwie 3 Bücher drüber schreiben kann, was das Ende bedeutet. Hat das Spiel ein Multiplayer? Nee, ich glaube nicht. Kannst du übrigens genauso wie bei Resident Evil 4? Weiß ich schon gar nicht mehr. Die Zeichnungen hier am Rand sind die ganze Zeit cool. Wo kann man den Anfang sehen? Auf meinem Twitch-Kanal, bei den früheren Streams oder auf YouTube später, wenn ich das fertig hochgeladen habe. Was kommt jetzt? DLC? Es gibt kein DLC. Es gibt den Mercenary-Modus, wo man so ein bisschen Punktejagd machen kann, aber den will ich, glaube ich, gerade nicht spielen. Nö, wir gucken einfach, was wir jetzt freigeschaltet haben. Und fertig. Mir wurde gesagt, es gibt in Resident Evil 8 den Händler aus Teil 4. Nee, der Händler aus Resident Evil 8 erwähnt den Händler aus Teil 4 in ein paar Dialogen, aber mehr nicht. Capcom. Warum hat man nicht in einer Cutscene Ethans Gesicht gesehen? Weil man selber so der Protagonist ist. Damit man sich besser identifiziert. Und jetzt noch eine Katze. Psst. Als ob Rose schon erwachsen ist. Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon. It's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like a cure. Oh, die geht zu unserem Grab. Ist im Friedhof. Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. Just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know.
Da läuft irgendjemand. Okay. Hier endet die Geschichte des Vaters. Glückwunsch, Sie haben die Hälfte der Story erreicht. Jetzt spielen Sie Rose. What language is it here? German. Veteran, 10 Stunden. Bester Vater der Welt. Bester Vater aller Zeiten. Guter Vater. Dreimal Vater. Okay. Kein Rang. Folgendes wurde in den Bonusmenü hinzugefügt. Boni-Shop, Konzeptart, Modelle, Herausforderungen. Schließen Sie im Menü Herausforderungen gelisteten Herausforderungen ab, um Abschlusspunkte zu erhalten. AP können im Boni-Shop gegen eine Vielzahl von Boni eingetauscht werden, unter anderem neue Spielmodus, Waffen, Konzeptart und Modelle. Folgende Filme wurden hinzugefügt. Village of Shadows, volle Länge, Entwicklung von Village of Shadows, Level Design, Entwicklung der Visuals, Produktion der Visuals. Glückwunsch, Sie haben den Story-Modus abgeschlossen und können jetzt im Boni-Shop folgende Waffe erwerben. WCX. Glückwunsch, Sie haben den Story-Modus mindestens im Schwierigkeitsgrad Veteran abgeschlossen und können jetzt im Boni-Shop folgende Waffe erwerben. Handcannon PZ. Herausforderung abgeschlossen. Sie haben folgende Herausforderung abgeschlossen. Keine Likes für Lykans, 4 Grafen. Mutige Angelegenheit. Gerissene Bande auf dem Trocknen. Besser spielt als nie, so weit, so gut. 3 für den Schrottplatz. Sie wurzeln ein Übels. Guter Vater, bester Vater, bester Vater der Welt. Bastler, Tüftler, Neukunde, Kleingenove, Hobbyarchäologe, Schatzjäger, Jäger, ruhige Kugel, Geologe, Abstand bitte, Kunstschutz, Stratege, Grillsaison, Werwolfbändiger, Tolpatsch, nackte Tatsachen, Kopflos, Killer, Fotograf, Kartograf, Zyniker, Büchsenmacher, Einheimischer. Und dafür habe ich 119.000 Punkte bekommen. Als abgeschlossenes Spiel speichern. Beim Laden dieser Daten können Sie dann ein neues Spiel starten. Ja. Ich habe ja eine Minute danach gespeichert. Irgendwie will ich auf Safe Game 1 gehen. Ja. Daten für das abgeschlossene Spiel erfolgreich gespeichert. Boni. Boni Shop. Okay, wir können uns die Dragoon kaufen, die von Chris. Aber wir können uns auch die Handcannon PZ kaufen. Ein großer, nicht standardisierter Revolver. Nach dem Erwerb. Oh, guck mal, eine Raketenpistole. Schließen Sie die Hauptgeschichte im Dorf, im Schwierigkeitsgrad Dorf der Schatten ab, um die Raketenpistole zum Kauf freizuschalten. Schließen Sie. Lichtschwert? Lasersword? Schließen Sie alle Level-Modus der Söldner mindestens mit Rang SP ab, um das LC Answerer zum Kauf freizuschalten. Oh, unendlich Munition für die Pistole, weil ich sie komplett geupgradet habe. Und für den Granatenwerfer kann ich unendlich Muni holen. Ist ja schon mal ein Anfang. Steak, WCX, USMAI. Dragoon. Achso, das sind die Chris-Waffen. Unendlich Munition, Handcannon PZ, Raketenpistole. Modell Ethan Winters mit ausgeschwärztem Kopf. Modell von den ganzen Charakteren. Der Duke, Hexe, Lykan, Groß, Wolf. Ja. Die heißen alle Dimitrescu. Ja, sehr viele Gegner. Von den Waffen sogar auch von allen. Thor's Hammer? Okay. MA-51 GQ Custom, GL-7, Scharfschützengewehr, Heisenberg Kampffahrzeug, Ethan, Mia und Rose, Rosemary Winters, Erwachsen, Chris Redfield, Houndwolf Squad, Dorfbewohner. Sehr viel Zeug. Sehr viel Concept Art. Da muss man ein paar Punkte sammeln. Frag mich, was man für alle Ziegen bekommt. Ah, ich kann das besser von Chris kaufen. Okay, wir haben 120.000 Punkte.
Ich weiß halt nicht, wie stark ist denn die Dragoon? Die war schon etwas stark. Ich möchte mal was testen. Zum Beispiel die Wolfsbane. Kurze Sekunde. Wir laden mal den hier. Unendlich Muni brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen nur gucken, für welche Waffe. Und dann ist er schon mit dem Spiel durch. Hat er jetzt erst gesagt, ja, wir sind nach 14 Stunden mit dem Spiel fertig. So. I gotta go. Hallo. Ich möchte bitte ein bisschen was verkaufen. Sick bin ich noch nicht. Das Sniper ist auch wertvoll. So. Oh, the assemblage of life and machine. Ich glaube, es reicht nicht mal, oder? Heisenberg's essence through it. Junge, ist das teuer. Mhm. 29.000 Schaden macht die beim letzten Upgrade. Okay, also die wird doch echt stark, wenn man die upgradet. These hands are more dexterous than one might think. Es reicht nicht mal, um die zu upgraden. Nein! This may be our last meeting. Be sure you have all you need. Ich guck, dass ich alles hab. Nimm alles, was ich habe. Gib mir einfach so viel Geld. Ich will die doch nur fertig upgraden. Reicht trotzdem nicht. Ich brauche zwei Upgrades zu wenig. Okay. Please, be well. Thanks. Nicht die Pistolenmunition, nicht die Magnummunition. Leute, ich will nur die Waffe fertig upgraden und dann aus dem Spiel wieder rausgehen. Ja, guck mal, wir haben hier Aufgaben jetzt. Kann ich das nicht einfach ziehen oder so? Warum muss ich da in Zeitlupe runterscrollen? Lesen Sie die Story-Modus im Schwierigkeitsoft der Schatten ab. Stellen Sie 150 Objekte her, stellen Sie 300 Objekte her. Öffnen Sie 15 Schlösser. Lesen Sie im Story-Modus 40 Tiere. 38, habe ich, okay. Bewegen Sie den Ball aus Mias und Ethans Schlafzimmer ins Arbeitszimmer. Tor! Ich habe den am Anfang bewegt. Lustig. Schießen Sie im Story-Modus 5 fliegende Krähen vom Himmel. 4 Stück. Wow. Öffnen Sie in einem Spieldurchlauf alle Klotüren. Zerstören Sie im einzigen Spieldurchlauf jedes zerstörbare Fenster im Schloss. Was für spezifische Aufgaben. Schießen Sie in der Fabrik ein Soldatmodell runter. Okay. Schlagen Sie im Story-Modus einen Feuerpfeil mit einer Nahkampfwaffe aus der Luft. Besiegen Sie Urias während des ersten Lykan-Angriffs im Dorf. Ja gut, da brauche ich halt bessere Waffen. Besiegen Sie 30 Lykans während des ersten Angriffs, um Gottes Willen. Besiegen Sie im Story-Modus 20 Gegner mit den Angriffen anderer Gegner. Bringen Sie Story-Modus eine Samka mit einer Mine. Besiegen. Das sind die Fliegenden, ne? 600 Gegner im Story-Modus töten, 1500 Gegner. 200 Gegner Pistolen mit verschiedenen Waffen jetzt einfach, ne? Ja. 30 Gegner mit einer Magnum besiegen. Okay, da gibt's ganz viele lustige Aufgaben. Besiegen Sie Lady Dimitrescu in unter 2 Minuten. Besiegen Sie Angie in unter 1 Minute. Moriao in 1 Minute. Guck mal. 4 Minuten für Lady, 3 Minuten für den, 5 Minuten für den, 5 Minuten für den. In unter 4 Minuten. Ja, es ist klar, weil man halt mit dem Panzer festgebunden ist. Man muss mit dem Panzer gut schießen. Und ich muss aber nur auf leicht spielen, dann schaffe ich das ja alles. Fügen Sie im Story-Modus exakt über 777 Geld. Okay. Komische Aufgabe. 52.911 Geld. Irgendwelche so Aufgaben. 54321.
8,1 Millionen Geld. Ketzer. Zerstören sie alle Wächterziegen. Ah ja. 12 von 20 haben wir gefunden. Holly wird da bestimmt viele finden. Der ist immer ultra hart am Suchen. Sammeln Sie alle Herstellungsanleitungen für die Herstellung von Objekten 8 von 11. Okay, aber wurden mir nicht mehr angeboten. Lesen Sie alle, jede Akte, 43 von 47. 4 Stück haben wir übersehen. Schließen den Story-Modus ab und benutzen Sie aber maximal 4 Heilobjekte. 45, ja. Diesen Story-Modus innerhalb von 3 Stunden ab. Schließen Sie den Story-Modus ab und geben Sie dabei maximal 10.000 Lei aus. Ich habe 1,8 Millionen ausgegeben. Schließen Sie den Story-Modus ab und benutzen Sie dabei ausschließlich Nahkampfwaffen. Gilt nicht für die Nutzung des Kampffahrzeugs im Kampf gegen Heisenberg sowie die finale Szene, in der Sie auf Miranda schießen müssen. Ugh. Only Nahkampf durchspielen. Spaßig. Schließen Sie den Story-Modus ab, ohne nur ein Objekt herzustellen. Schließen Sie den Story-Modus ab, ohne im Inventar Objekte zu stapeln oder zu bewegen. Schließen Sie die Story dreimal ab. Vielen Dank fürs Spielen. Gleich erreichen Sie im Modus die Söldner eine 30er-Kombo. Okay, das ist der Söldner-Modus, den Mercenary-Modus. Genau. Alle Level mit S-Rang abschließen, Gottes Willen. Da gibt es bestimmt noch ein paar gute Waffen oder sowas. Erwerben Sie im Boni-Shop 200 Objekte. Ja, nee. Ich würde gerne nochmal laden. Habe ich den letzten Kampf verpasst? Ja, wir sind schon fertig. So. Hallo. Wir verkaufen nochmal alles, aber diesmal versuchen wir einfach die Schrotflinte abzugraden. Obwohl, vielleicht wird die nicht freigeschaltet, wenn ich nicht die Aufsätze habe. Gibt bestimmt ein paar Sachen, die einfach nur Game Plus erst exklusiv sind oder so. So verkauft man gut seine Sachen. Die will ich nicht verkaufen. Aber vielleicht muss man das Spiel auch fertig durchspielen, damit man die Sachen dann freischaltet. So, ich habe jetzt nicht die Schrotflinte drin, ne? Ja. Oh, the assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. Fertig upgraden reicht wahrscheinlich nicht, um es dann in dem Shop im Menü freizuschalten. Muss ich echt ein paar. Da muss man 100 Mal durchspielen. Wenn man die ganzen Waffen freischalten will. Nicht mal das reicht, um die Strohflinte zu upgraden. Wie teuer ist das Zeug? Please, be well. Thanks. Ohne den Nahkampf. Für den Lichtschwert könnte es einfacher werden als gedacht, sofern das Schwert mehr Power hat als das Messer. Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke, das ist one-hitted. Ja, okay, also können eh keine Waffe fertig upgraden. Dann gehen wir raus ins Hauptmenü. Schade, schade. Willst du auch den Baker Boni Minifilm? Da war er nicht dabei. Bericht über den Baker-Vorfall. Weiß ich nicht, ich habe eh nicht 7 gespielt. Ich will jetzt erstmal im Boni-Shop überlegen, was ich mir gönne. Der Revolver könnte halt gut sein, aber es kann auch sein, dass der Muni braucht und geupgradet werden muss. Ich würde schon fast sagen, unendlich Muni für den Granatenwerfer ist das Beste, was wir uns holen können. Ich weiß halt nicht, wie gut die Handcannon-PZ ist. Unter der Dragoon musste die unendlich Muni dafür kommen. Da. Um dieses Objekt zum Kauf freizuschalten, muss die Handcannon-PZ vollständig modifiziert sein. Das ist halt die Sache. Die Dragoon ist halt schon standardmäßig voll geupgradet.
Und wenn ich dafür unendlich Money habe, dann habe ich halt so ein Maschinengewehr, wo ich auch gut ballern kann. Was empfehlt ihr mir, Leute? Unendlich Granatenwerfer oder unendlich... das Knife? Ja, das Knife kann ich ja so oder so nehmen. Dragoon, sagt ihr? Ja, Dragoon ist sicherer, ne? Okay. Muss ich mit der Dragoon ein paar Sachen noch freischalten in Zukunft. Aber ich streame mich alles nicht, also... So, unendlich Muni. Oh, ja. Das wird spaßig. Dann können wir das Karambitmesser noch mitnehmen. So. Haben wir sonst irgendeine Waffe, die wir Bonus spielen? Ja, den Söldnermodus holen wir uns natürlich. Für die Basic-Pistole können wir noch unendlich Muni holen. Klingt eigentlich auch ganz gut. So, und jetzt sollten wir sparen. Und dann müssen wir gezielt einzelne Waffen fertig upgraden. Okay. So. Wenn wir jetzt einen Spielstand laden, wie zum Beispiel den hier, müssten wir jetzt wieder im Spiel landen. Und beim ersten Shop könnten wir uns dann alles holen, was wir brauchen. Aber für die Standardpistole unendlich Muni holen, ist ja eigentlich schon mal ein guter Plan. Hallo? Hieß es nicht, dass es ein New Game Plus ist, wenn ich da den Spielstand lade? Dorf der Schatten. Ist echt nochmal ein Schwierigkeitsgrad, der krasser ist. Gottes Willen. Das war der... Das war das Autosave. Hier. Da steht auch Durchläufe 1. Was kriege ich für Dorf der Schatten? Kurz nochmal gucken. Da habe ich, bin wahrscheinlich safe One-Hit. Bei Waffen muss ich... Das ist da, die Raketenpistole. Ja, die brauche ich schon. Ja, wir müssen ja nur auf einen anderen Spielstand speichern, ne? Hoffentlich. Sonst habe ich halt jetzt ein Dorf der Schattenspielstand und dann mache ich später nochmal einen leichten. Weil ich würde gerne auf leicht einfach mal ein bisschen da durchballern. Gifts we gave, but more you took, she snarled. Hallo, ich drücke P. Überspringen. So. Did you say something? Nothing. I'll put her down. So, wir müssen den Ball ins Arbeitszimmer kicken. Punkte. Wir skippen alle Cutscenes. Wenn ihr das Spiel normal sehen wollt, habe ich schon. There, there. Like Spaß auf dem Schwierigkeitsgrad. That book's too scary for you. Diese Option ist nur über das Hauptmenü verfügbar. Achso. Wo ist denn mein Munitionszeug? Diese Munition. Ah, ist eh an. Okay, ist nur über das Hauptmenü verfügbar, aber ist an. So, ins Arbeitszimmer soll ich den Ball kicken. Und das da? Almost there, honey. Ich konnte nach dem Kind noch laufen, ne? Ja. There you go, sweetheart. Muss jetzt wieder runter. Don't you worry. Ja, ja, Klappe. So. Jetzt mit Instant der Ball stuck. Nein, das Arbeitszimmer ist doch das andere, oder? War das nicht das Arbeitszimmer, das ist hier daneben? Das da? Ich glaube. Ich habe einfach die Treppe runtergekickt, viel schwerer. Ja, Tor! Okay, haben wir das Achievement. Ist damit schon fertig mit dem Spiel? Ja. Die aktualisierten Titel sind durch, machen nur extra Krams. So. Warum machst du das mit dem Ball? Weil ich dafür Punkte bekomme. Hast du gerade gesehen? Ein Achievement unten in der Ecke auch aufgeploppt. Nö. Ich drück schon P, aber ich darf nur nicht.
War das eine Aufgabe? Ja, das war eine Aufgabe. Drück schon P, warum klingelt die ganze Zeit nur ein Telefon? So, jetzt erstmal 2 Minuten langsam durch den Wald schleichen. Ja, wenn ich den 3-Stunden-Speedrun mache, spiele ich auf leicht auf jeden Fall und es nicht heilen und sowas. Dorf der Schatten, bin echt gespannt. Ich werde halt nicht klarkommen im Dorf der Schatten, trotz der unendlichen Muni. Weil, der erste Händler ist ultra weit weg eigentlich. Der kommt doch erst vorm Schloss. Bis zum Schloss habe ich keine Chance, auf diese neuen Waffen zu bekommen. Stimmt das? Müsste so sein. Also ist der Anfang immer die Hölle. Machst du den Speedrun dann mit dem? Ich stream den Speedrun nicht. Also alles, ich werde jetzt hier, sobald ich den Stream ausmache, wird es keinen Razer-Stream mehr geben bei mir. Ich weiß nicht mal, ob ich alles mache oder so. Ein paar Sachen werde ich freischalten. Vielleicht, wenn ich mal ein paar Sachen freigeschaltet habe, machen wir nochmal einen Stream und gucken uns so ein bisschen das Zeug an. Aber so alles streamen will ich gar nicht. Glaube ich. Kannst du vielleicht noch den Söldnermodus zeigen? Kann ich gleich, ja. Söldnermodus muss ich halt alles mit SP abschließen. Also scheinbar den besten Rang. Und dann kriege ich das Laserschwert. Das klingt so nervig. Falls es so schwer ist, wie ich es mir vorstelle. Da war nur ein Seil drin, ja. Guck mal, wie gut ich es mir gemerkt habe. Das brauchen wir nicht. Bidu. Ich erinnere mich gar nicht an den Keller. Bin ich beim letzten Mal einfach hier umgedreht? Bin ich hier gar nicht reingegangen in den Keller? Doch, den Schrank erinnere ich mich. Eine Ratte. Da muss Dynamit gegen geworfen werden. Bei einer Rohrbombe. Okay. Nice prank, Bro. What's it all this? Fingerpock. Hat der noch eine Hand? Ja, ändern wir bald, keine Sorge. Obwohl, das werde ich dir nicht mal sehen. Wird aber weggeskippt. Where the hell am I? Oh, das mit dem Laser als Chris wird auf Dorf der Schatten dann ja bestimmt auch ultra ätzend. Maybe they're out. Ja, vielleicht stimmt hier alles noch. Hier liegt ja nur überall Blut rum und so. Ich hab ja alles, ne? Ist halt bei New Game Plus schon nett. What happened? Ist mir gerade so aufgefallen, so im Moment. Ich habe aber die Lemi-Pistole gar nicht mehr. Das hätte ich gerne da. Und die hätte ich gerne. Nein, Schnellzugriff da oben.
Ich habe ja noch meine ganze Muni und so vom vorherigen Durchlauf. Stimmt, wir spielen ja New Game Plus. Bin bereit, mich zu wehren. So, hier fand ich jetzt meine Hand. Und sie ist weg. Nee. Der, jetzt wird sie mir abgebissen, glaube ich, wenn ich den untersuche. Und sie ist weg. Lol, der wollte dich mal. Das ist ein Opfer. Oh, der hat schnell zugebissen. What the hell? Oder was? Ja, meine Hand ist weg. Guck, da hat einer reingebissen von den Viechern. Nicht mal One-Hit. Muss man nur jedes Mal nach jedem Treffer wahrscheinlich dieses Regenerieren sich anhören. Hat schon ein bisschen ätzend. Das hält auch echt lange, das Regenerieren. Ah, schon besser. Ja, ist ja egal, wie viel Leben ich habe. Bolzenschneider. Der lag hier im Haus. Hier, ne? Ja. Auswendig gemerkt. Ich muss die Sniper fertig upgraden und für die unendlich Muni holen. Da sollte nicht viel fehlen. Fuck. Das hätte ich machen sollen. So, das mal kurz blockieren. Nichts passiert. So, jetzt kommen gleich 1000 Viecher. Hallo. Kommt gleich durchs Dach rein. Wir können ja beim nächsten Händler gucken, was ich upgraden kann. Welche Waffe hast du zu? Endlich Muni für eine Waffe, die ich erst kriege, wenn ich bei einem Händler bin. Kommt der erst rein, wenn ich so runtergehe? Hallo? Warte hier, ich hab Angst. Gegnerchens. Ah, den muss ich erst triggern. Und dann ist einer im Haus. Genau, jetzt sind sie weg. Jetzt kommt die Stelle, wo ich 100-mal gestorben bin. Was mit dem Granatenwerfer? Das hat 80.000 Punkte gekostet, die habe ich noch nicht. Wäre die klügere Wahl gewesen, weil ich habe jetzt gerade keine der Waffen mit unendlich Muni. Einen Granatenwerfer hätte ich dann gehabt. Das stimmt, das wäre schön gewesen. Aber wir haben Granatenwerfer Muni, um uns jetzt durch das Dorf zu kämpfen. Okay. Überlebe den Angriff im Dorf. Ich finde es schade, dass die Wechseltaste im Tastatur nicht funktioniert. Gucken wir gerade nochmal in die Steuerung. Welche Taste ist F? Untersuchen, Objekt nehmen oder Enter? Menü bestätigen. Ja, das Menü ist ja egal. Nee, irgendwie funktioniert die Granatenwerfer-Wechseltaste nicht. Funktioniert nur mit Gamepad. Kann ich kurz zeigen? Ja. So, ich blende Granaten. Aber an der Tastatur F drücken macht nichts. Na gut. Ja, so viele wie möglich töten. Hallo. Echt mehr Chill als erwartet. Ja, schauen wir mal, wie viele wir hier töten können. Ich hab Muni für 11 Stück. Das mit gedrückt halten habe ich probiert, keine Sorge. Vielleicht zielen und F drücken. Kann ich auch noch probieren. Würde Sinn ergeben, aber es stand bei der Steuerung nicht da.
Oh, der hat überlebt. Okay. 160 Pistolen, Muni. There's no end to them. Macht ihr meine Tür kaputt? Ich sehe die nicht mal richtig. Viel Geld. Jetzt nachladen, Sekunde. Halten aber auch was aus, ne? Das ist eine Herausforderung, 30 Stück hier zu töten. Kommt ihr auch hierher? Was ist? Oh. Heilen. Ich will nur das Geld aufheben, aber ich schaff's nicht. Muss mal raus. Kann halt sein, dass ich jetzt trotzdem ein bisschen sterbe, aber schauen wir mal unser Bestes. Da ist einer hinter mir. So, noch kein Pfeil bitte. Ich möchte erst in das Haus hier rein. Jetzt brauche ich meinen Granatenwerfer. Ich glaube, ich muss hier unten getroffen werden sogar. Was macht der denn hier? Doch, der Schatten ist gruselig. Noch nicht. Ich kann noch tanken. Alleine gepanzert hier loszuwerden, ist ja schon eine Aufgabe für sich. Ah, da war die gesprungene Cutscene. Wird einfach von einem gepackt und in den Fluss geworfen. Ah. Wie viele haben wir jetzt getötet? Bestätigen. Wir haben keine 30 getötet. Ja gut, auf leicht oder so mache ich das dann. Bester Vater des Universums. Ja, Dorf der Schatten. Das war ja irgendwie eins der erste oder sowas, ne? Siegen Sie Urias. Das sind 40.000 Punkte. Ich musste unbedingt eigentlich den Spielstand auf leicht noch machen. Wollen wir gleich auf den Leichtspielstand noch wechseln? Dann starte ich nochmal. Ein unendlicher Granatenwerfer wäre auch cool. Ja, gerne. Okay, dann müssen wir halt aber nochmal dieses Gelaufe machen, ne? Rose suchen. Rose ist nicht hier.
Ah ja, die Schlüssel und so ein noch? Nee. Okay. Geldsachen habe ich auch keine mehr. Jetzt muss ich ja den ganzen Schmarrn erst machen, dass ich da wieder rein darf. Ich muss die ganze Resident Evil Demo nochmal durchspielen. Genau, da ist jetzt zu. Ja gut, hätte ich einen Schlüssel, wäre es ein bisschen sehr offenes Spiel, ne? So, das ist das Erste. Abgeschlossenes Spiel ist das obere, ne? Ja, genau. So, das ist jetzt der Dorf der Schattenspielstand. Genau. Abgeschlossenes Spiel können wir ja nochmal laden und nochmal einen Spielstand auf leicht erschaffen. Ich würde gerne mal gucken, ja, komm. Gehen wir einfach nochmal ins Hauptmenü und machen jetzt nochmal auf easy. Und tschüss, Demagade. Spiel laden. Abgeschlossenes Spiel. Anfang auf leicht. Gewählten Speicherstand laden, ja. Fünf Vögel kannst du jetzt töten? Ja, kann ich auch drauf achten. Ja, es gibt tausend Sachen, wo ich drauf achten kann. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So, falls ich wundere, warum ich neu anfange, ich erkläre es nochmal. Wir spielen jetzt gerade auf leicht kurz einmal. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Bin gespannt, wie leicht jetzt wird. Ja, ich bin auch ultra gespannt. Wir müssen nicht alle. Die Pistole müsst ihr schon reichen, um alle im Dorf einfach instant zu zerstören. Nicht neu starten. Ich wollte skippen. They're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Im Haus, was abgewandt ist, ist ja noch was. Kannst du dir zeigen, was da ist? Ja, das ist wahrscheinlich aber nur irgendwie ein Schrott oder so, den ich nicht aufgehoben habe. Das markiert hier einfach nur allgemein, den ich Loot nicht aufgehoben habe. So. Tschüss. Es geht eigentlich, man ist echt schnell bei dieser Dorf-Action. Gar nicht so viel. Ob man draußen schon diese Special-Einheiten sieht, die darauf warten. Durch das Fenster ballern die ja. Da komme ich aber nicht hin. Ach, das Tor habe ich schon. Okay, pass auf, wenn du sowas schreibst, können immer noch Leute kommen, die nicht dabei waren, wo ich durchgespielt habe und einfach so jetzt gerade zugucken. Wie lange ging das denn gestern? 12 Stunden. Fatty müsste dann ja auch ultra wenig Schüsse aushalten, oder? Ja, dann würde ich mit dem Granatenwerfer wahrscheinlich recht schnell fertig machen. Aber diese unendlich Muni für Sachen freischalten ist halt so eine coole Mechanik. Man nimmt dieses Spiel, was ursprünglich gruselig und gefährlich ist, und macht es dann zu so einem Easy-Mode. Für Dorf der Schatten hätte ich halt echt gerne Magnum mit unendlich Muni. Weil in der Fabrik diese ganzen Gegner mit den Schwachstellen, da brauche ich, habe ich aber schon normal mit der Sniper irgendwie 5 Schuss gebraucht. Und die hat ja schon gut Schaden gemacht, da hätte ich echt gern so eine ultra starke Magnum. Und ich konnte mir jetzt nicht mal die Waffe anschauen, die ich freigespielt habe. Ist ja wahrscheinlich nochmal eine stärkere Magnum. Schon Speedrun-Glitches. Ach, bestimmt gibt's irgendwas. Immer irgendwo drüber klettert oder so, gibt's ja immer. Ich glaube, die meisten spielen es gerade erstmal gechillt durch. Ich hätte gern den Haus-Skip, dass ich nicht dieses ganze Haus jetzt nochmal durchlatschen muss. So, Speedrun in den Keller und den Schrank der Ratte öffnen. Frame perfect um die Ecke laufen. Sehr schön. Und jetzt den First Frame F drück. Perfekt. Ja,
Jawohl. Oh, okay, kann man nicht skippen. Plus 0,1. Jawohl, der Mann ist auf einem guten Tempo. So, schon mal ducken, dass ich mich nicht so lange runterducken muss. Das spart 3 Frame. Wollt ihr nicht die Sniper vollständig upgraden? Ja, ist mir jetzt egal. Ich habe ja keine Punkte, um die unendlich Muni zu kaufen, selbst wenn ich sie freischalte. What did all this? Das kann man auch nicht skippen, okay. Okay. So, jetzt können wir schon mal ein bisschen schneller laufen. Waffen haben wir noch nicht. Ich glaube, nach dem uns. Ne, vor der Hand konnten wir die schon ziehen, ne? Aber noch haben wir kein Inventar. Wann kriegen wir unser Inventar, ist die Frage. Where the hell am I? Hätte ich echt gerne abgeschossen, aber ich habe noch keine Waffe. Ich glaube, nach dem Rutschen habe ich mein Inventar. Ja. Zack, Instant-Waffen gezogen. So. Ja. Alles schön nachladen. Zielen und F. Ja, Zielen und F ist Munition wechseln. Okay. Gut gelernt. Die ganzen Waffen werden ja so Overkill sein auf Easy. What happened? Wahrscheinlich wird der erste Gegner mich trotzdem beißen. Was waren das eigentlich für Schlüsselanhänger im Inventar? Die kann man an die Standardwaffen anbringen. Das sind so DLC-Sachen. Die brauchte ich. Sehr ungewohnt, immer doch, dass mein Messer nicht das. Nein! Run out of the house? Oh. Der Run ist lost. Ich habe den Topf berührt. So viel Zeit verloren. Eins. Und 2. Gewonnen. Okay, ich sollte die Muni ein bisschen sparen. What the hell? Was zur Hölle war das? Wo geht's lang? Da, wo der war, ne? Ah, da brauche ich aber einen Bolzenschneider. Ich glaube, der Lykan hat sich mehr erschrocken, dass ich einen Granatenwerfer auf einmal aus der Tasche gezogen habe. Wenn man so schnell läuft, ergibt das alles halt keinen Sinn. Die Leiche, die hier um die Ecke gezogen wurde und so. Es ist so schön, sowas so auseinanderzunehmen, was so ultra gruselig sein sollte. Das hat mir sogar Schaden gemacht, so nah war ich dran, cool. Oh, da sind auch welche. Oh, da am Fenster ist einer und jetzt ist hier einer. Zack. Und jetzt gehen sie. Nö. Is it over? So. Wie töten wir jetzt 30 Gegner hier? Kriegsmodus. Wie viel Schaden denkt ihr, macht so ein Pistolenkopfschuss? Das Auto-Aim zielt mich vom Kopf weg. Warte, ich muss Auto-Aim ausmachen. Also auf leichtes Auto-Aim komplett am Ausrasten. Gibt's hier Auto-Aim? Zielhilfe. Aus. Ah. 3 Schuss. Damn it. Okay. Ich loote aber trotzdem hier so ein bisschen. Die Schrotflinte liegt hier nicht da. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich hole mir so die Schrotflinte oder sowas, aber ist immer nicht da. Ich brauche ein paar Kills.
Brauchen die auch weniger Geld? Kann das sein? Haben wir nämlich vorhin hätten die von 1000 gedroppt immer. Ja, kristalline Schäden sind wahrscheinlich immer gleich viel wert. There's no end to them. Na, kristalliner Schädel nehme ich mit. Brauchen viel weniger. Ja, also Dorf der Schatten ist dann halt auch der Go-To-Weg, um Geld zu machen. So. Ist ja auch reichen Einschuss, ne? Ja. Ne, vielleicht sollte ich zielen. Erstmal die ganze Muni rausballern, ne? Wo bleibt denn Fetti? Kopfschüsse sehen irgendwie mehr satisfying aus. Easy, es macht Spaß. Ich bin auch so unaggressiv. Ah ja. Hey, Bro. Der hat aber Leben. Der hat aber Leben, ne? Tot. 35.000 Geld. Auf dem höheren Schwierigkeitsgrad droppt ihr dann echt viel bestimmt. Das kann man machen, wenn man den Magnum mit unendlich moniert. Und einer hohen Feuerrate und so. Ah, so blockt man mit Leertaste. Ist noch ein kristalliner Schädel da. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn der tot ist? Kommen jetzt die Reiter oder ist einfach gleich, kann die aber durch die Tür gehen? Ich habe ihn ja getötet, ne? Schon lustig. Piu, piu, piu und die fallen aber um. Habe ich jetzt langsam mal 30? Dann kommt das Achievement erst, wenn das, wenn die Sequenz vorbei ist. Ah. Hallo. Aua. Das waren keine 30? Merke Magnum auf leicht hochleveln und dann durfte Schatten auf endlich Muni spielen. Ja, aber ich glaube, wenn man auf leicht spielt, kriegt man halt nicht so viel Geld. Also wenn man auf normal spielt oder so zum Hochleveln, ist besser. Und man braucht noch ultra viele Achievement-Punkte, um das dann freizuschalten trotzdem noch. Ich guck mal. Ja doch, unaufhaltbar und früher Ding haben wir. Das waren 40.000 Punkte, die wir jetzt wieder mehr haben. Sehr schön, sehr, sehr schön. So, wir wissen ja, dass du nicht real bist. Piu, 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 piu. Ich darf nicht. Rose is here? Skip. Rose is here? Hab ich mir gemerkt. Geld. Ja, Muni ist jetzt nicht mehr so gut, ne?
Aber wir haben die beiden Dorf-Achievements. So, dann holen wir uns mal die ganzen Schlüssel. Pistole reicht ja. Wappen. Das. Zack. So, das Dorf der Schatten, das ist dann auf easy. Genau, haben wir zwei Spielstände. Einmal absolute Hölle und einmal Chillhausen. Ist das ein Speedrun? Nö. Ich meme nur ein bisschen. Bis wir das coole Messer bekommen, muss ich das hier mal kurz wieder auf die 1 packen. So. Lebst du? Oh. Hey, Zombies sind hier. Cool. Zack. Einfach alles verballern. Ich hab Muni. Und skip. Schießpulver. Und Tor aufmachen und skip. Aber man kann so viel Zeit hier sparen in dem Spiel. So, und zur Tür gehen. Und skip. Hier kann man auch nochmal speichern. Ah, das ist aber ein bisschen kritisch, so aus Versehen Spielstand zu überschreiben, ne? Muss man echt vorsichtig sein. Ja, gibt es hier noch irgendeinen Zettel, den ich übersehen habe? Ne. Achso, müssen wir erwarten, dass sie uns holt. Ah. This way. Keine Zeit, ich muss sterben. Nicht in mich rein. Ah! Sind heute 10 Stunden oder weniger? Nicht mehr so lange. Ich muss hier raus. Halbe Haus steht in Flammen. So. Wollen wir mal gucken, dass wir den Raum clearen? Was nicht mehr heißt, wir haben irgendeinen Loot übersehen. Ein bisschen zu selten zum Einsatz, dieses Drehen und Looten. So. Hier gibt's Zeug und in dem anderen Raum gibt's Zeug, okay. Hier gab's ja, glaube ich, noch eine Schublade irgendwo. Oder zwei. Trotzdem noch Loot. Ein Zettel? Ja, da gilt. Geld im Schränkchen. Das haben wir. Und hier in dem Raum gibt es auch noch Loot. If we could just get through this wall. Ah, da. Ja. Das war ein Kraut in der Pflanze. Das habe ich beim letzten Mal übersehen. The fire's moving fast. Autoschlüssel. Überspringen. Gas geben. Ich bin mir Evil Within 1 oder 2. Ich weiß, dass die cool sind. Ich habe die auch schon auch größtenteils gesehen. Aber du. Zombie töten oder Werwolf töten habe ich erstmal genug jetzt. Springen. Don't worry. And try not to breathe in the smoke. Keine Sorge, du fällst nicht in Feuer. Thank you, Ethan. Bitte schön. You're kind. Ja, du nicht mehr. So. I just don't get it. Dupidipidup. So. Die Tür ist zu. Und blub. So, da ist die zweite Platte. Und dann kommen wir zum Händler. Dann können wir jetzt endlich unsere Infinite Money benutzen. Ja, fließen los. Genau, wie bei Mutter Miranda und hat einen erstochen. Nicht Mutter Miranda, Dimitrescu. Und die verrückte Oma chillt hier auch wieder. Death! Hm? Yes! Death has visited them all.
Sind wir dann erstmal fünf Jahre im Dorf, im Schloss eingesperrt, ne? Ja. Oh. Eine Kehrte rum hinsetzen ist auch eine Option. So. Und das da. Blub, 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 blub. Warum hat er zwei Magazine beim Nachladen? Weil er das alte rausnimmt. Nothing but blood and death. Nein, meine Rabenprozell. Ah, da ist er. Rechts, ich hab's bekommen. Fünf fliegende Krähen vom Himmel geschossen. Okay. Die Fische sind noch nicht da, ne? Die sind später da. Schade. Jetzt muss ich erst noch mal durch den Spaßparcours, ne? Okay, ein bisschen haben wir noch vor uns vom Händler. So, jetzt kommt Heisenberg. Well. Und da ist er weg. The man is of no real use to anyone else. And my daughters do so love entertaining foreigners. Drück schon Skip. Furthermore, I can show you. Hallo Poppy. Tschüssi. Ah, Jesus Christ! Jetzt gibt es so ein Hin und Her, ne? Hallo du, bitches du. Mal gucken, was die machen. Ah, kommen mehrere. Kommt der jetzt hier? Ah, er kommt trotzdem, auch wenn man ihn besiegt. Cool. Wo bin ich? Ah, hier bin ich durch. Mit Cutscenes skippen ist man ein bisschen irritiert. Einmal Drachen deckeln. You truly are as strong as they say. Oh, oh, das Ausgang. Oh, you didn't think I'd let you get away, did you? So. Gotta keep Dada and Moreau entertained. So now it's time for the beautiful, blood-soaked grand finale. Das gibst du immer, weil du Angst hast oder einfach nur so? Wir haben das Spiel schon durchgespielt. 14 Stunden haben wir gebraucht. Wir machen gerade nur einfach ein bisschen Nebenkram noch freischalten und Achievements und sonst was. Braucht die Story nicht nochmal komplett gucken. Wait, do those freaks have Rose? Wenn du sehen willst, wie jemand von vorne spielt, Holly spielt, glaube ich, bald. Wenn ihr zu Holly geht, spoilert da nichts. Sonst bann ich euch persönlich. Kann ich da echt. Ich habe hier schon Schusswaffen und so. Okay. So, jetzt sollten wir wieder da sein, wo wir vorhin waren. Genau. Jetzt können wir den Hebel hier ziehen. Ich wusste nicht, sorry. Kein Problem. Kannst ja nicht verstehen, warum ich auf einmal hier durchrenne und alle Cutscenes wegdrücke. Kriegen wir das Geld. Aber trotzdem gut Geld dabei, die Krähen. Da kommt unser Händlertyp. Hier muss man also spielen, um sich dann seine OP-Equipment zu holen. Welcome, Ethan. Oho, now here's something I haven't seen before. Die Pistole fehlt auch nicht mehr viel. Als Sniper würde ich glaube ich yes, gerne upgraden. Find some quality ingredients and bring them to me. Was ist das? Was ist das? Herstellung Magnum-Munition. Ah! Hat er jetzt das Rezept für. Und er verkauft doch auch Explosivmunition. Blendmunition, Magnum-Munition. Hat mein neues Messer. Hat meine Dragoon mit unendlich Munition. 350 Schaden pro Schuss. Oh ja, die ist mega nice. Inventar ist voll. Ich glaube, das ist nur echt schlecht geordnet. So. Aha. Und hat jetzt auch Rezept für Gewehrmunition. Ja, die Munitionsrezepte nicht mal mit, die will ich ja eh haben. Eine Heilung kostet jetzt 10.000 im New Game Plus, okay. So, dann der Basic-Preis. Und die ganzen Aufsätze jetzt.
Oh. Puh. Ich brauche Geld, Leute. Langer Lauf für die Sick. Oh. Und hier, Steak. Ah, das ist die andere Magnum, oder? Zwei. Ah. Da sind die starken Waffen. Oh. Ich brauche so viel Geld. Wenn ich im Dorf der Schatten bis hierhin komme, sollte ja eigentlich auch nicht schwer sein. Hier kommt ja eigentlich kein Kampf. Nee, nur diese Weglaufsequenz kommt. Ja, dann kann ich da auch mit der AK rumrennen. Mit unendlich Muni. Aber ich glaube, ich spiele auf leicht, bis ich eine Magnum mit unendlich Muni habe. Ja, jetzt haben wir gewonnen. Please come again. Schnellzugriff auf die 2. So. Ja gut, die lädt halt langsam nach. Aber wenigstens unendlich Muni. Très bien. Ja, ein bisschen zu stark, wenn man nicht nachladen müsste. So, wir bekommen neue Waffen, sind wir am Stuhl. Ja, das ist das Schönste. Dann Messer noch ausrüsten. Stimmt. Ich hätte das alte auch irgendwie verkaufen können. Warte. So. Nein, so. Nein, nein. Nein. So. Perfekt. Zugriff 1. Ich weiß halt nicht, ob es mehr Schaden macht, ne? Einem Nahkampf unübertroffenes Nahkampfmesser. Doch, bestimmt. Could Rose be here? Cool. Passiert hier überhaupt was in diesem Schloss? Schon so lange her. Ich glaube, wenn ich die Tür berühre, ist was passiert und ich wurde gefangen genommen, ne? Ich habe ihn nochmal umgedreht, damit ich ihn doch mal umdrehen kann. Ja genau, jetzt werde ich gefangen genommen. Jetzt hänge ich hier schön mit meinen Händen. Lecker. Lecker. Und lecker. Okay, kann ich nicht skippen. Wir machen noch 10 Minuten, dann mache ich aus. Kann ich nämlich auch bei anderen Leuten noch ein bisschen Resi gucken und so. Ich mache keinen Raid oder sonst was, weil ich Angst habe, dass dann Leute zum Spoilern irgendwo hingehen. Bist du schon fast durch mit dem Spiel? Wir sind schon durch. Ich mache nur extra Krams. Den laufe ich hier auch mit meiner unendlichen Muni-Waffe rum. Oh, eine Magnum mit unendlichen Muni wird so viel besser sein. Kein Holy Raid? Nein, ich will nicht, dass die Leute da hingehen und dann sind da irgendwelche so Deppen, die nicht mir zuhören und dann anfangen da zu spoilern. Davor habe ich Angst. Holly wird auch so genug Zuschauer haben. Wir machen keine Raids. Wie weit kommen wir in 10 Minuten, ist nur die Frage. So. Ja, ich denke, dann den Leichtwand mache ich einfach so weiter für mich. Jetzt haben wir ein bisschen Geld und sobald wir ein paar coole Sachen haben, können wir auch nochmal streamen. Wenn Leute von hier bei Holly im Chat spoilern, kann ich die dann hier bannen? Ja, kannst du. Oh, keine Angst, um Munition zu haben. Auch so ein Segen. Where have they taken Rose? Was, Rose? Ich weiß noch, als ich hier war, wo jeder einzelne Schuss wichtig war. Wo ich nicht mal probieren durfte, irgendwas anzuschießen. Aus Angst. Was haben wir für Gegenstände? Ich glaube, da lang müssen wir. Nee, das wird im Kreis. Da unten ist noch zu. Zu. Glaube ich. Ja. Wir haben beim letzten Durchlauf den vierten Ball gar nicht eingesetzt. Das hier, Weinrohr, der ist glaube ich offen. Aber wir brauchen die Weinflasche, die haben wir noch nicht. Wo war der nächste Trigger? Hier oben im Gang? Ich glaube hier oben im Gang. Über dem Gemälde war was zum Runterschießen, ne? Ja. Haben wir alles gemerkt. I haven't cut open a man in a while.
Wirst du auch nicht. Tschüss. Slice your jugular and just watch. Taken alive, dead, which would you prefer? Ich will immer skippen, aber muss mal testen. Oh, jetzt kommen wieder Gegner. Freue mich schon. Na, Lady Dimitrescu. Als ob sie es nicht spürt, dass sie ihr in die Beine schießt. Okay. Horrorgame? Nicht mehr. Wir sind durch und haben unendlich Money. Wer den Run mit Atmosphäre sehen will, einfach die vorherige Aufzeichnung angucken. Kopfschießen? Schieben? Ich hab Waffen. Ich mach gar nichts mehr selber. Ist hier eigentlich ein Edelstein oder so? Edelstein-Locations würde ich noch gerne auswendig lernen, weil ich brauche ja echt viel Geld. Und wo alle wichtigen Schätze sind, müsste ich mir merken. So. Jetzt kommen gleich starke Gegner, Leute. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich hab so Angst! Hilfe! Auf einmal GP geworden, wegen dem Zittern? Ja, ist cool. Hallo, hallo, hallo. Oh, die geben so viele kristalline Schädel. Da noch einer raus? Hallo? Nein? So. Hier kommen wir später hin. Hier ist viel Monetos. Krass, wir den rumballern können. So. I can't believe Cassandra caused all this mess. Hallo? Ich glaube, wenn man genug draufschießt, zersetzt die sich einfach und lässt einen kurz in Ruhe. Auf Veteran habe ich halt nicht gemacht. War die gerade stuck in dem Zaun? Ich glaube schon. So, schauen wir mal, wie viel die aushält. Ah, kann ich. Hallo. Tot. Kristalliner Torso. Pistolenmuni. Die Weinflasche, die wir brauchen. Sind wir so schnell, dass wir noch bis Lady Dimitrescu vor 16 Uhr kommen? Ich darf sogar meine Dietriche und so jetzt benutzen. Brauchst du ja für nix. Engelstatue aus Holz. Cool. Gibt es auch Schätze in den Dingern. Und das ist noch ein neuer Dietrich. So, dann machen wir das Zimmer auf. Und jetzt gehen wir nach oben und setzen die Weinflasche rein. Was ist, wenn man Lady Dimitrescu eigentlich ultra viel Damage drückt? Jetzt haben wir die Fenster. Oh, will ich alle Fenster in dem Schloss abballern? So eine ewige Sucherei. So, was haben wir hier? Hofschlüssel. Ah ja.
Shall I give you the tour? Wo bist du denn? Okay. Tja, ne, Fenster offen. Hast du gelitten? Ja, echt nicht klug, die, von denen mich irgendwo anzugreifen, wo offene Fenster sind, ne? Hofschlüssel. Belebt sie noch? Nee, es gibt drei. Geradeaus und rechts und dann da rein. Sieht eine Cutscene-Tür. Aber keine, wo man es gibt. Mama! Mama! Mama, geh nicht weg. What have you done to my daughter? Das da! Okay, nehmen wir das mit. Das mit. Hier. Die Pistolenmuni nehmen wir auch mit. Das ist nichts. So. Ah! Sieht aus wie ein Rätselraum. Ich glaube. Ja, ich glaube, ich verstehe das. Das sieht ziemlich einfach aus. Also, wer hier lange brauchen würde, müsste schon absoluter Loser sein. So, war doch ziemlich einfach eigentlich. Ist halt so offensichtlich, wenn man den Raum betritt, was man hier machen muss. Haha, Nick hat da lange gebraucht. Ich habe auch lange gebraucht. Viel zu lange. Okay. Ah, hier habe ich mich ein paar Mal erschrocken. What the hell? Passt das auf, falls ihr keinen Bock auf Jumpscares habt? Nämlich. Ich glaube, hier in dem Gang oder so. Danke. Man sieht das Wasser eigentlich wackeln, wo die Jumpscary-Leute sind, oder? Da war er. So. Wie die sterben, bevor die gruselige Musik fertig spielen können. Schaden bekommen! Und mein Lebensbalken ist immer noch grün, also ich weiß nicht, ob ich wirklich Schaden bekommen habe. Ich habe so viele kristalline Schädel. Mega nice. Wenn ich dann nochmal beim Duke ankomme, bin ich ja rich. Okay, der ist kaputt. Wir müssen mal kurz nachladen. Ding dong. Jetzt haben wir Manus Hand, ja, aber nur bei jedem Kampf. Ich schwöre, ich habe da gerade was Blitzern gesehen. Auf leicht hier. Gibt's hier irgendwas? Außer die 1000 Geld? Ja, Speichermaschine halt, ne? Okay, Cutscene ist noch nicht gestartet. Jetzt springen. Hier irgendwas gibt, was man von hier aus abschießen muss. Stimmt, gibt sowas ein paar Mal.
So, und die ist ja nach da rausgegangen und kommt gleich da durch die Tür wieder rein. Da ist ihr Tagebuch. Rose, where are you? Kinderwiege. Gab's ja nicht irgendwo einen Schlüssel? Ja, muss ja. Bin ich blind? Blinder Streamer? An der Wand. Ah, stimmt, da oben in der Ecke, ne? Ja. So. Hallo. Go ahead, do your worst. Achso, jetzt kommst du und will mich umbringen, genau. War gerade kurz verwirrt, warum ich in einem Keller bin. Haben wir uns wohl irgendwas erschrocken? Ich glaube, da kommt ein Gegner um die Ecke oder so. Nein? Ja, genau, hier war der Kampfraum mit ihr. Was ist, wenn man unendlich viel Schaden in sie reindrückt? Jetzt wird meine Hand abgehackt. Ah, shit! Cool, ne? You will learn what it means to insult her. Ja, stimmt, ich habe ja keine Hand. Hey, du. Ich gebe meine Hand zurück. Getrennte Hand. Kannst du kurz warten, das Tor geht da auf. Okay, sind jetzt nein. Danke. Da, wo sie ist. Da ist die Maske der Trauer. Gibt es sonst irgendeinen Schatz oder sowas, den wir mitnehmen können? Nö. Tschüss, Lady Dimitrescu. Running will get you nowhere. So, was machen wir mit der abgetrennten Hand? Wasser drauf. Wir sind wie ein Lego-Mensch. Darum sollte man genug Wasser trinken. Richtig. Stay hydrated. Kann man echt nicht skippen? Ne, das muss man gucken. Good. Man screwed this castle. So, hier habe ich mich vor ein paar Gegnern erschrocken. Hier kamen richtig viele aus den ganzen Büschen, die sonst so gekrabbelt. Da ist noch einer. Ich habe einen runterfallen gehört, glaube ich. Okay, wir sollten aufhören im Stream. Ich will Lady Dimitrescu anschießen. Okay, wir beeilen uns. So, links und rechts die Dudes. Müssen ja bald an die Stelle kommen, wo die Lady pinnbar ist. Ist da die Kugel? Die brauchen wir auch. Jetzt haben wir mein erstes Stream. Ja, tut mir leid, ist gleich vorbei. Ah, kannst gerne die Aufzeichnung gucken. Das Spiel war ultra cool. Wir haben es schon durchgespielt. Oh ne, jetzt muss ich ja Piano spielen.
Tada! Klingt genauso schön, wie ich gespielt habe. Und ein Schlüssel. Der ist sehr wichtig. Ist ein sehr guter Schlüssel. Achso, das war der Eintrag über die Käfer. So, jetzt sollte hier auch ein neuer sein. Ein Gegner. Schädel. Wie wir Sachen craften können auch, ne? Wenn wir hier fertig sind. Wir brauchen ja keine Munition, keine Heilung, kein nix. Wir haben einfach ein schönes Leben auf leicht. Na gut. Trying to work up my appetite, are you? Nö. Ich brauche den Dimitrescu-Schlüssel. Und? Ja, hier hört mir nur die zweite Schwester. Was zur Hölle? Brauchen die Bombe aus der Ecke. I was worried my sister had gotten to you first. Sekunde, ich muss den Schrank bewegen. Sehr schön. Eine Bombe ausrüsten. Der Raum hat hier voll die FPS-Probleme bei mir. Und nur der Raum. Gott. You will not get away. You're my prey, my. CSGO Knife Kill. Crazy Witch. Weiter Torso. Lass mich hier raus aus dem Leckraum. Du kannst ja den Lippenstift von Lady Dimitrescu holen. Wo ist denn der? Wahrscheinlich in einem ihrer Räume und so, ne? Ich will Lady Dimitrescu einfach nur einmal normal anballern dürfen. Das ist jetzt mein Goal noch. Wir machen noch bis dahin. So, Tierschädel. Da ist er! I'm not as kind as my daughter. Die ist echt aber komplett unsterblich, ne? Where do you think you're going? You've done it now. Let's wrap things up quickly. Even I can't. Ich weiß nicht, was du machen sollst, wenn ich hier stehe, scheinbar, ne? Ich hab das Gefühl, die ist unsterblich. Ah, das ist doch das Schöne an unendlich Munition. Kopf ist weiter oben. Ich habe nur auf die größte Zielfläche geschossen. Wird mir also gar nicht los, ne? Die müssen wir einfach outspeeden. Crazy. Sowas nicht in anderen Chats spoilern, dass die unsterblich ist und so, ne? Lass die Leute einfach machen, wie sie wollen. Vielleicht nur nochmal. Gibst du nie auf? Ich habe die perfekte Range gefunden. Such a Nimble. Der Nimble. Ja, lass mich jetzt mal. Kann ich raus? Bitte?
Stech sie aus! Okay. Kommst du hier rein? Ne? Okay, hier rein kommst du auch nicht. Geht's ja wahrscheinlich gleich einfach. Okay. So we finally... Was war ich noch gegen Lady Dimitrescu? Hilfe. So, dann gehen wir hier zu unserem Shopman. Hallo. Da können wir speichern. To see you safe. How hast du das Spiel gestern im Stream komplett durchgespielt? Nee, heute haben wir das Finale noch gemacht. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her one. So, können wir überspringen. Ach, gut. So. Jo. Dann war's das mit Resident Evil 8. Wir hatten noch ein bisschen Spaß. Ich muss noch einiges freischalten. Ja, kann man dieses Spiel gefühlt 80 Mal durchspielen. Wer weiß, was ich davon mache? Ich weiß es noch nicht. Das war's mit dem Stream. Wann kommt wieder Hitman? Irgendwann die Tage bestimmt. Habe ja jetzt alles fertig gerade. Also jetzt kann ich ja echt Hitman spielen dann, wenn ich möchte. Ah gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüssi. War sehr cool. Ihr wart auch cool. Die meisten. Oh, die Lady Dimitrescu kommt näher. Ich muss schnell den Stream ausmachen.